spricht der Rhythmus schon. Ich möchte zuerst die beiden Gäste vorstellen, die beiden Autoren des Buches Das Ende des Geldes, Professor Franz Hörmann, Autor und Prediger. Nach dem Film, glaube ich, gibt es jetzt auch einiges Bedürfnis, da jetzt noch ein bisschen in dem Thema zu bleiben, bevor man dann vielleicht ein bisschen allgemeiner wird. Eine recht interessante Szene in dem Film war die Dame, die meint, I believe in the justice system, in einem gestellten Interview natürlich, weil in Wirklichkeit ist diesen Prozess ja nie gegeben. Das heißt, bis heute ist das nicht verhandelt worden, diesen Prozess, den wir gesehen haben, war ein fiktiver Prozess, das war das Stilmittel auch dieses Films. Herr Professor Hörmann, was sind denn die Gründe, warum solche Prozesse in Wirklichkeit nicht stattfinden? Man fragt sich ja, nachdem man den Film gesehen hat, warum braucht es so ein fiktives Stilmittel und warum gibt es nicht in Wirklichkeit? Naja, weil das Rechtssystem hat leider Gottes genauso wenig so funktioniert, wie wir das in der Schule lernen, wie die Kreditvergabe. Hinter den Kulissen ist sehr viel gestaltbar und man muss ja sagen, dass wir auch gesehen haben, selbst wenn der Prozess stattgefunden hätte, wären die Banken nicht schuldig gesprochen worden. Genau diese Situation, dass man einen Schuldigen braucht, um im Rahmen des Rechtssystems weiterzukommen, garantiert, dass es hier keine Entwicklung geben wird. Denn Schuld muss ja bewiesen werden. Und wie ja wahrscheinlich einige wissen, die sich mit Jus auskennen, da ist es dann immer auch eine Frage des Vorsatzes. Nicht? Es gibt Vorsatz, es gibt leichte Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit, das ist abstufbar. Und das ist eine Frage der Beweislage. Wenn man sich also auf dieses bestehende Rechtssystem einlässt, dann werden wir in dieser Situation in Wirklichkeit nicht weiterkommen. Das ist gar keine Frage. Denn eine Schuld zu beweisen, ist im bestehenden System fast nicht möglich. Das geht nämlich dann auf die Frage, wie wir gesehen haben, konnte man sich diesen Kredit leisten? Jetzt muss ich sagen, leisten ist relativ in einer Umgebung, wenn es um variable Zinssätze geht. Also wenn die Zinsen zunächst mit einem bestimmten Prozentsatz festgesetzt werden, dann werden die erhöht. Dann kann man sich es vorher schon leisten, hinterher nicht. Nicht? Wann weiß man das? Wie muss man reagieren? Das macht alles keinen Sinn. Und das sind alles Gestaltungen von denen, die also ein bisschen mächtiger sind und vor allem auch die Gesetzgebung und ihre eigenen rechtlichen Spielregeln verändern können. Und die anderen, die eben davon keine Ahnung haben und daher diesen Prozessen ausgeliefert sind. Das ist diese Situation in unserer Gesellschaft, dass die eine soziale Schicht, die eben an den Hebeln sitzt und das manipulieren kann, die anderen, die davon keine Ahnung haben, einfach ausbeutet. Und deshalb müssen wir einfach zu einem anderen Modell übergehen, wo das nicht mehr möglich ist, jenseits jedes rechtlichen Vorgehens. Denn auf das Rechtssystem, das haben wir gesehen, können wir uns nicht verlassen. Und das ist in Europa genau das gleiche wie in den Vereinigten Staaten. Deshalb macht es einfach keinen Sinn, Sündenböcke zu suchen und Schuldzuweisungen zu erheben. Das werden wir nicht durchstehen. Da haben wir also weder das Personal, noch die Zeit, noch die Rechtsnormen dazu, die das ermöglichen. Ich möchte auch dazu sagen, man kann sich jederzeit beteiligen, ein Handzeichen reicht. Vielleicht, wir machen jetzt noch ein paar Impulsfragen da oben und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn es Fragen oder Wortmeldungen aus dem Publikum gibt. Ich möchte gleich die Frage weiterstellen zu dem, was wir jetzt gerade in Europa auch sehen. Auch da protestiert die Jugend in Griechenland, in Spanien. Inwiefern kann man das vergleichen? Inwiefern ist auch hier ein Finanzsystem, Banken, oder wer auch immer schuld dran, dass die Situation in diesen Ländern so ist und dass hier der soziale Frieden offenbar zumindest gefährdet ist, wenn nicht gerade am Explodieren ist. Ja, vielleicht darf ich noch kurz zur amerikanischen Krise Stellung nehmen. Eigentlich sind die Banken sehr wohl schuldig gesprochen worden, nämlich durch die Financial Crisis Inquiry Commission. Die Kommission, die den Kongress eingesetzt hat, wo also Millionen E-Mails in 2 Jahren durchgeforstet wurden, wo x-hunderte Interviews gemacht wurden, also mit allen CEOs, von Bernanke bis Blankfein bis sonst wohin, und wo die eigentlich entlarvt wurden, dass sie schlicht und einfach gelogen haben. Die Banken wurden eigentlich vom größten Anleihefinanzierer für schuldig gesprochen worden, von der Firma BIMCO, die schon 2005 ausgestiegen ist. Und was haben die gemacht, also bei den ganzen Sandheim-Anleihen? Sie haben ganz einfach gesehen, wie die diese verkaufen. Das heißt, sie haben ihre Leute hingeschickt und haben das analysiert, wie werden sie Anleihen also unter die Leute gemacht, wie werden die verkauft, und das haben sie genau die Techniken gesehen, wie sie hier im Film
aufscheinen. Vielleicht generell zu Europa. Ich meine, es liegt ganz eigentlich im Geldsystem. Also wenn Sie buchen Vermögen an Schulden bei der Kreation des Geldes, na, dann gibt es halt 80-90% der Bevölkerung, die sich verschulden, die ganz einfach als Lohnsklaven in der Schuld sind, und den 5-10% Superreiche, die immer reicher werden. Und das liegt im Geldsystem. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, also die ganzen Demonstrationen, dass die Jugend keine Chance hat, keine Arbeit hat und dass eben ein großer Teil der Bevölkerung in der Schuld steht, hat ganz einfach mit dem Geldsystem zu tun. Da wollte ich nämlich kurz drauf, also es war ja sehr oft auch Peer Steinbrück, der deutsche Finanzminister, hat noch 2008 gesagt, das Ganze ist ein amerikanisches Ding, die Wall Street ist schuld, Lehman Brothers ist schuld. Irgendwann ist man drauf gekommen, auch deutsche Banken haben sich sehr die Finger verbrannt. Was ist denn so auch die Rolle von österreichischen Banken? Also da hat es ja auch viel Geschichten gegeben von wegen Osteuropa und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, die österreichischen Banken sind genauso wie die deutschen Banken eigentlich pleite. Das muss man mal alle Ernste sagen. Also wenn Sie anschauen, also die letzten Bilanzpressekonferenzen von Stepitsch, also von der Raiffeisen International, die haben also nur Gewinne, weil sie jetzt die Kreditrisiken aufgelöst haben. Jetzt, wenn ich denke an das große Kreditobligo, das die österreichischen Banken haben im Osten, also ca. 80-90% des Bruttoinlandsprodukts sind ja dort Kredite vergeben, und sie lösen die Kreditrisiken auf, und hinten hören Sie, dass der IWF und die EZB Ungarn Also Ungarn und andere Länder stützen muss mit Milliarden, ja, dann kann natürlich in der Bilanz der österreichischen großen Banken etwas nicht stimmen. Das heißt, auch hier wurde ganz einfach in der Bilanz getrickst. Ermöglicht hat das alles die EU, die im Jahr 2008, also kurz nach der Lehman-Pleite, die Bilanzregeln geändert hat, sodass jede Bank ihre toxischen Papiere, die ja nie offengelegt wurden, wenn Sie sich erinnern, 2008, 2009, haben wir alle gesagt, es müssen die toxischen Papiere auf den Tisch, wir wollen wissen, welche Risiken in den Bankbilanzen drin sind. Kein Mensch redet heute mehr davon. Und die Banken haben einfach aus dem Umlaufvermögen dieses Anlagevermögen transferiert, also vom Handelsbuch ins Bankbuch, und dort stehen sie immer noch in Milliarden, und jetzt lösen sie die Kreditrisiken auf, nur damit sie Gewinne ausschütten können. Also hier sind die Banken eigentlich pleite. Zum Sagen von Andreas Dreichel hat es ja viele Kommentare gegeben, der gemeint hat, Politiker sind blöde und feige, man könnte das ja auch so ummünzen, dass er in dem Sinne sogar recht hat, weil wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel, wer auch immer mal antworten möchte, die Diskussion um Basel III, die ja ein Gesetzeswerk ist, das auch von Experten, die natürlich den Bankenlobbys nahestehen, gemacht haben, ist es ja vielleicht auch der falsche Adressat hier, die Politiker zu beschuldigen, aber in Wirklichkeit ist es ja schon so, dass die Politiker diese Leute gewähren lassen. Also da stellt sich die Frage, wie ist da der Zusammenhang? Also wie kann es sein, dass solche Gesetze von Menschen gemacht werden, die im Eigeninteresse handeln? Zum Beispiel, jetzt gibt es wieder Ausnahmen, auch für Basel III, gibt es jetzt schon von der EU-Kommission Ausnahmen, wie große Institute dann doch so agieren können, dass sie eben dann vielleicht nicht ganz so viel Eigenkapital brauchen. Wie kann das passieren? Ja, das Problem geht wesentlich tiefer. Wenn jetzt zum Beispiel davon geredet wird, dass Banken Eigenkapital brauchen, dann ist das in Wirklichkeit nicht so. Eigenkapital ist ja nur eine reine Rechengröße. Das heißt, die ganze Aktivseite, auf der Aktivseite, da steht das Vermögen. Vermögen, das sind Dinge, die man vielleicht in Geld bewerten kann. Wo man sagen kann, was ist das in Geld wert? Und so eine Bewertung ist natürlich immer etwas sehr Fiktives. Das setzt nämlich verschiedene Dinge voraus, zum Beispiel, dass das überhaupt verkäuflich ist, dass es einen Markt dafür gibt, ja, dass es eine Information darüber gibt, dass es einmal Umsätze gegeben hat, etc. Und auf der Passivseite, und das ist jetzt interessant, auf der anderen Seite der Bilanz, da stehen ausschließlich die rechtlichen Ansprüche auf die Dinge, die auf der Aktivseite stehen. Und weil, das hat der Ottmar schon angesprochen, weil Geld momentan von den Geschäftsbanken so erzeugt wird, dass man einfach die Bilanz verlängert, kann man mit diesem Geld keine Schulden zurückzahlen. Weil das Geld nämlich selbst nichts anderes als eine verzinste Schuld ist. Also früher einmal wurde eine Kreditvergabe bei der Bank als Aktivtausch gebucht. Das heißt, bei der Bank verschwindet Bargeld aus der Kasse und die Forderung bleibt stehen. Und beides, Bargeld und Forderung, steht auf der Aktivseite. Deswegen verschwindet ein bisschen Geld aus der Kasse, der gleiche Betrag scheint als Forderung auf. Das ist reell, das kann man sich vorstellen. Ja? So sollte es auch sein.
Und irgendwann hat man damit begonnen, Geld herzuborgen, das gar nicht vorhanden war. Und das ist aber genau die Praxis, die heute weltweit die Geschäftsbanken verwenden und damit 97% des Geldes erzeugen. Sie buchen Forderungen an den Kreditnehmer, wie bisher, aber nicht einen Ausgang bei der Kasse, weil, wie gesagt, das Geld haben sie nicht, sondern eine Verbindlichkeit. Eine Verbindlichkeit an den gleichen Kreditnehmer und sagen, das ist die Bank dem Kreditnehmer schuldig. Er kann sich's bei uns abheben, ja, elektronisch. Und das ist natürlich deshalb ein Schwachsinn, weil ja eine Verbindlichkeit, also eine Schuld auf der Passivseite, bilanzrechtlich das Eingeständnis ist, dass ich noch nicht geliefert habe. Wenn man das wirklich ernst nimmt, und das müsste man auch, dann würde das bedeuten, dass seit dem Zeitpunkt, wo Banken so Geld erzeugen, alle Banken, die bisher Kredite vergeben haben, bis heute den Kreditnehmern noch das Geld schuldig sind. Sehr wohl haben sie über Rückzahlungen kassiert, Zinsen, ja, und enteignet die dinglichen Sicherheiten. Also wie man für eine Nichtleistung, und nichts anderes ist eine Verbindlichkeit, ist eine Nichtleistung, Zinsen verlangen kann und sich noch Sicherheiten geben lässt von dem Kreditnehmer, dem gegenüber man immer noch schuldig ist, ja, laut Bilanz. Das ist etwas, wo ich sagen muss, ich bin ein Professor für Unternehmensrecht, aber das verstehe ich nicht. Das ist so absurd, dass ich sagen würde, das ist einfach eine Unmöglichkeit. Das ist genau der gleiche Unsinn, wie wenn man buchen würde, Aufwand gegen Ertrag. Ne? Das hat keine Gewinnwirkung, das kürzt sich raus, ja? Da geht es nicht gegen ein Bestandskonto, das verschwindet. Und Forderung gegen Verbindlichkeit gegenüber der gleichen Person ist genau der gleiche Schwachsinn. Ne? Das kürzt sich sofort weg und nichts bleibt über, außer der Zinsdifferenz. Ja? Weil natürlich das, was man dem Kreditnehmer am Girokonto gibt, ist ein niedrigerer Zinssatz als der, den er bezahlen muss. Und aus dieser Spanne, ja, eine Spanne von Null, ja, da zieht die Bank den Gewinn heraus und zusätzlich, ja, ist die einzige wirkliche werthaltige Sicherheit die des Schuldners, des Kreditnehmers, wenn er den Kredit besichern muss. Das ist im Wesentlichen das, was bei der Kreditvergabe und bei der Erzeugung von Schuldgeld heute passiert. Und dass das nicht nachhaltig ist und nicht lange funktionieren kann, kann man mit Hausverstand verstehen. Nicht? Da muss man nicht einmal studiert haben. Macht es ein Dreichel? Ja. Nein, weil Sie zuvor gefragt haben, wieso das nicht geändert wird. Also die Politiker sprechen immer vom Primat der Politik vor der Wirtschaft. Und wahrscheinlich hat der Dreichel bei ein paar seiner Bemerkungen nicht so unrecht. Ja? Sonst würden sie das ja tun. Ja? Ich glaube, dass von den 183 Abgeordneten vielleicht 184 das Geldsystem noch nicht verstanden haben. Aber vielleicht zuvor, das zweite Land ist mir eingefallen, Ukraine natürlich, also keine Frage. Vielleicht noch zum Herrn Dreichel. Also der Herr Dreichel hat sich natürlich selbst auch entblößt in seiner Bemerkung. Ich möchte nicht auf seine Kraftausdrücke eingehen, sondern er hat zwei Dinge gesagt. Er hat die Politiker beschuldigt, dass sie sich nicht auskennen und dann hat Basel III erwähnt. Und kein Politiker hat mit Basel III was zu tun. Das wird ausgehandelt bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das heißt, er hätte eigentlich seinen eigenen Berufsstand beschimpfen sollen. Und das Zweite ist meines Erachtens total untergegangen, halte ich aber viel, viel wichtiger. Und zwar hat er gesagt, naja, die meisten Banken machen nur das klassische Geschäft. Das heißt, die nehmen Sparanlagen herein und geben Kredite aus. Und da sieht man wieder, dass eigentlich das Volk belügt, dass er halt selbst das Geldsystem entweder nicht durchschaut hat. Das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, ich glaube schon, dass er weiß, was er tut, sondern er sagt halt einfach bewusst die Unwahrheit. Aber das Zweite ist das Essentielle meines Erachtens. Er sagt, naja, die erste österreichische hat eine Bilanzsumme von 200 Milliarden und wir spekulieren, wenn Sie nachlesen, im Wirtschaftsblatt nur mit 7 Milliarden. Die Deutsche Bank hat eine Bilanzsumme von 2500 und die spekulieren mit 1500 Milliarden, 1500 Milliarden. Das heißt, er hat in seiner Schimpfkanonade öffentlich zugeben, wie Banken als Investmentbanken funktionieren und spekulieren mit dem Geld anderer Leute. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage zur Selbstverteidigung für alle, die dann selbst in der Diskussion stehen. Es wird dann ja auch behauptet, das wäre eigentlich ein Geschäft für den Staat, weil die Erste Bank hohe Zinsen zahlt an die Republik Österreich. Für den Partizipationskapital, meinen Sie? Ja. Ja. Das ist jetzt ein 8,5%, das ist schon richtig, man darf nicht vergessen, es würde den Dreichel nicht geben, wenn nicht der Steuerzahler eingesprungen wäre, Punkt A. Punkt B würde es die Banken auch nicht geben, wenn nicht die Bilanzierungsregeln geändert worden wären durch die EU.
durchgepeitscht innerhalb von 2 Wochen, kaum in den Medien kommentiert. Ja? Die größte Bilanzänderung, also jede Bankbilanz, wo Sie hineinschauen können, sofort wegschmeißen. Ich kann nur jedem von Ihnen raten, kaufen Sie keine Papiere von Banken oder Versicherungen, Aktien, Anleihen, was auch immer, lassen Sie so die Finger davon. Ja, und die 9% werden schon bezahlt, nur, muss man richtigerweise sagen, wie damals die Banken gerettet wurden, vielleicht eine recht nette Anekdote, Franz und ich waren da viel unterwegs bei verschiedenen Tagungen, also Nationalbank und so weiter, und ich wurde auch beim Renner-Institut, hat es eine tolle Tagung gegeben, im Jahr 2009, Freitag, Samstag, die sich auch mit der Aufarbeitung der Krise beschäftigt hat. Und da hat in einer Pause, Sie wissen, die Leute so ein bisschen unter sich sind, wir sind ja auch unter uns, also ich hoffe nicht, dass wir das morgen in der Zeitung lesen, hat ein gewisser großer, mächtiger Gewerkschafter gesagt, wie das damals wirklich abgespielt hat mit dem Partizipationsschein. Der hat gesagt, na, dass die Schwarzen reinkommen bei der Tier, wir brauchen unbedingt ein Geld, also bitte helft uns. Nicht? Und dann haben halt ein paar Gewerkschafter gesagt, ja, aber nur gegen Eigenkapital. Also sprich, keine Partizipationsscheine, sondern echtes Eigenkapital. Dann sind die alle wieder aufgestanden und hinausgegangen und dann haben sich halt die Roten breitklopfen lassen und ist halt das Partizipationskapital herausgekommen. Man muss halt vielleicht schon eines dazu sagen. Wir haben jetzt gerade gesehen, 8%, 8,5%, das sind Zinssätze für Subprime-Kredite. Das heißt, unsere Banken sind offensichtlich Subprime. Aber die Frage ist natürlich schon, weil, wenn man sich die spanischen Proteste anschaut, das ist, glaube ich, was jeder jetzt so als Bild auch vor sich hat und wo zum ersten Mal auch organisiert Jugend jetzt wirklich irgendwie so ein Zeichen setzt. Und da ist sehr auffällig, dass hier Parteipolitik keine Rolle spielt. Also die Menschen, die dort demonstrieren, wenden sich explizit gegen alle politischen Parteien. Man muss auch sagen, die spanische Regierung ist eine sozialdemokratische Regierung. Trotzdem werden Demonstranten verprügelt. Man hört lustigerweise auch kein Wort von unseren Sozialdemokraten zu dieser Aktion, aber es ist mir für mich so in der Vorstellung, für jemanden, der so an Demokratie glauben mag, schwierig zu verstehen, dass keine Partei diese Dinge anspricht. Also man hat immer den Eindruck, dass was wir besprechen, ist eine sehr obskure Minderheitenposition, auch die kaum wiedergespiegelt wird in irgendeiner Form von, Sie haben gesagt, die 183 Abgeordneten verstehen das Geldsystem nicht, aber ich denke, es muss jetzt zumindest bei den Grünen oder irgendwo Menschen geben, die das verstehen und sowas auch sagen können. Das mag sein, also es gibt sicher einige, die das verstehen, also alle Bankmanager verstehen das sicher, die Vorstände, also ich meine, schauen wir an, dass es bei der Nationalbank genug gibt, bei den Parteien, also möchte jetzt keine Namen nennen, gibt sicher ein paar, die das durchblicken, ja. Wieso jetzt keine Parteien? Und das ist ja das Gute daran an der Bewegung, dass sich Spanien und auch Griechenland eben die Jungen nicht an die Parteien halten. Die haben im wesentlichen Anteil, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und ich muss sagen, da möchte ich überhaupt nicht differenzieren. Also ich habe, kann es ja gerne zugeben, auch grün gewählt und ich würde das nie wieder tun. Ich meine, Van der Bellen hat, waren wir bei der Tagung, also bei einer Abendveranstaltung vom Standard, der Franz und ich, der Van der Bellen zugegeben, auch er wurde von der Krise völlig überrascht. Ja, ich bitte Sie, wenn er so ein Volkswirtschaftsprofessor ist, was hat er dort verloren? Was lernen die Studenten bei ihm? Wenn Sie nachlesen den Bericht der Financial Crisis Inquiry Commission, ich meine, dann locker einen Hausverstand mit 3 Grafiken kann jeder erklären und sagen, das kann nicht gut gehen. Da kann man sich wirklich nur wundern und fragen, was dort gelehrt wird. Sie beide arbeiten im universitären Bereich und da gibt es natürlich auch sehr viele Professoren, die, wie soll ich sagen, dem sehr oppositionell gegenüberstehen. Gibt es da dieses Gespräch? Und also man liest ja dann immer nur Entgegnungen, zum Beispiel von Professor Schneider, diese Entgegnung dann in diesem Bezirksblatt, das war eine heftige Kontroverse mit Professor Hörmann, wo er geschrieben hat, ihre Vermutungen sind Unsinn und wie kann man sowas den Leuten erklären und die alten Frauen mit den paar Tausenden am Sparbuch kriegen eine Heidenangst und das ist nicht nötig, die Menschen so zu verunsichern. Wie läuft das ab in einer wissenschaftlichen Debatte? Dann gibt es da die Bereitschaft, diese Dinge auch groß zu diskutieren oder ist das wirklich so auf eine sehr kleine Zahl beschränkt? Naja, also in dem Fall war das so, dass der Kollege Schneider, also der Volkswirt von der JKU, Johannes Kepler Universität Linz, gemeint hat, er fordert mich zu einer öffentlichen Diskussion heraus und ich habe gesagt, ja, am grünen Donnerstag habe ich Zeit, ich fahre Linz gerne, je mehr Leute, desto besser. Und dann hat allerdings der Herr Scharinger davon Wind gekriegt und hat es dann verboten, denn der ist natürlich im Universitätsbeirat, so wie der Liebscher bei der Wirtschaftsuni im Beirat sind, weil ja alle Banker in Universitätsbeiräten sind, damit sie sich da durchsetzen können.
Und dann hat er einfach diese Diskussionsveranstaltung verboten, ne? Weil er sich einfach angeschaut hat, wie ich argumentiere, ja, nämlich über die Geldschöpfung. Und das ist das Tabu. Er sagt, nein, nein, so eine Diskussion darf nicht stattfinden. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von einem Dekan der Linzer Universität, einem Professor Wührer, der einen Marketing-Lehrstuhl hat, und ich habe ihm gesagt, lass uns bitte den Kollegen Schneider schön grüßen. Ich kann ihm garantieren, ja, dass ich ihm überhaupt nicht böse bin, über das, was er gesagt hat. Er wird auch ohne Gesichtsverlust aussteigen, da liegt mir gar nichts dran. Ich möchte nur das verzinste Schuldgeld als Wurzel des wirklichen Problems darstellen und aufzeigen, welche Alternativen es sonst noch gibt. Und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit eine Universität der richtige Boden für so etwas wäre. Und daraufhin hat dieser Dekan der Universität Linz dann gemeint, ja, das sieht er eigentlich genauso, und wenn mir das gelingt, dann wird es uns nachher auch besser gehen und ich werde noch von ihm hören. Und eine Woche später ist dann ein kleinlautes E-Mail von ihm gekommen, ne? Nach umfangreichen Diskussionen in der Fakultät, ja, haben sie jetzt entschieden, doch nicht diese Diskussion stattfinden zu lassen. Ja, und übrigens, meine Professur an der Linzer Uni, auf Wintersemester bin ich auch los, offiziell aus Kostengründen, weil wenn sie das intern von irgendjemandem, irgendeiner Lehrveranstaltung halten lassen, wo die Studenten nicht lernen dürfen, was wirklich Sache ist, ja, dann ist es billiger. Und das passiert natürlich, wenn Banker in Universitätsbeiräten sitzen, nicht? Und wenn man sich anschaut, nicht, Universität Berlin und so, wo Finanzmathematik-Lehrstühle gesponsert werden von der Deutschen Bank, und die Deutsche Bank sich das Recht vorbehält, sämtliche Publikationen vorher zu begutachten, bevor sie rausgehen, dann kann man sagen, das ist einfach lächerlich, das ist Gehirnwäsche, und das ist das, was ich immer kapitalistische Scholastik nenne. Ja? Eine Vortäuschung von Wissen unter Gehirnwäschemethoden, die überhaupt nichts zu tun hat mit Wissenschaft und mit irgendeinem wirklich sinnvollen Ansatz. Das ist einfach so. Lesen Sie doch einmal betriebswirtschaftliche Zeitschriften, ja, mit finanzmathematischen Modellen. Es ist einfach lächerlich. Ja? Vom Grund weg freie Erfindung, kein Bezug zur Wirklichkeit. Da wird nur absurdes Rechnen trainiert mit Zahlen, von denen jeder weiß, dass sie mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Aber dadurch, dass die Methode eingeübt wird, das ist eine Rechnen, das ist ja schon bei den Kindern. Also meine Tochter hat heute Mathe-Schularbeit gehabt, wahrscheinlich ist sie Sehnfleck geworden, aber sie hat Gott sei Dank positive Noten am Maß schon im frühen, vom vorigen Termin ist nicht relevant. Aber was bringt es bitte, wenn ich bei merkwürdigen Vielecken mit Sinus- und Cosinus-Sätzen da irgendwelche Flächen und Umfänge ausrechne? Das braucht ja kein Mensch, und wenn ich es brauchen würde, kann ich es nachschauen. Ja? Und wenn ich es wirklich verwende, rechne ich es bitte sicher nicht mit dem Taschenrechner, sondern mit Excel. Aber schon Excel können die Lehrer nicht richtig anwenden. Ja? Ich meine, also wir sind ja so aus der Welt, ja, dass außer Gehirnwäsche und außer die Lehrern gar nichts überbleibt, wenn man bei den Schulen so spart. Ne? Und das ist auch gewollt, denn diese Verdummung führt ja genau dazu, dass man diesen Leuten dann diesen Schwachsinn an Hypothekenkrediten verkaufen kann. Bewahre uns vor einem vernünftigen Bildungssystem, wo die Leute vielleicht besser rechnen könnten als diese Hypothekenkeiler. Dann würde der ganze Schmäh nicht funktionieren. Ne? Also wenn wir nicht das Bildungssystem genauso wie das Geldsystem reformieren, dann haben wir keine Chance, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Denn das hat die gleiche Ursache. Ja? Im Bildungssystem werden die Menschen schon in der Schule verdummt und werden zu den Opfern erzogen. Ja? Warum lernen die Kinder in der Schule nicht, wie sie einen Geschirrspüler reparieren, ja? Oder wie sie sich einen Pullover stricken, ja? Oder wie sie sich ein Scharnier von der Balkontür richten. Ja? Geht nicht, weil das nimmt wieder jemanden einen Arbeitsplatz weg. Der macht das auch nicht mit Begeisterung. Der wäre froh, wenn das die kleinen Eigenheimbesitzer selber reparieren könnten. Aber der muss das wieder machen, von früh bis spät, bis ihm die Finger weht und er wieder ein Einkommen kriegt. Ja? Nonsens en masse. Ja, also die ganze Zeit beschäftigen wir uns gegenseitig mit Unsinnigkeiten, nur damit wir irgendwo Geld herkriegen. Ja? Also es muss ja nicht sein. Ja, aber also. Gleich. Kurz noch der Aufmerksamkeit. Ich wollte noch ergänzen, einige von euch, von Ihnen werden sicher verfolgt, haben also die Kommunikation mit Linzer Bezirksblatt oder auch im Wirtschaftsblatt, wo wir interviewt wurden, wo auch dann wieder der Professor Schneider gesagt hat, dass Hanebücher noch Unsinn. Selbst konnte er kein eigenes wissenschaftliches Argument bringen, jetzt bringe ich Ihnen zwei. Für all jene, die also wirtschaftlich belegt sind, sage ich einmal, erklären Sie mir einmal, wieso die Staatsschulden in Prozent vom BIP ausgedrückt werden. Das ist genauso wie wenn ein Hypercard-Kredit an der Anzahl der Ziegel messe. Das BIP ist nichts anderes wie ein Mengenmaßstab.
Das Wachstum ist nichts anderes wie die ehrliche erwirtschaftete Produktivität. Produktivität wird ausgedrückt Output durch Input. Mengen, kein Preis. Und wieso die Staatsschulden beim gesamten Wirtschaftskreislauf oder Wirtschaftszuwachs gemessen werden, konnte mir keiner erklären. Weil das BIP ja nicht die Staatseinnahmen darstellen. Das wäre immer der erste Punkt, den man kein einziger Volkswirtler bis jetzt erklären konnte. Gehe ich zurück, Argument 2, in die Betriebswirtschaftslehre, gehe ich hinein in das Insolvenzrechtsänderungsgesetz, da gibt es zwei Kennziffern, an der man Insolvenzindikatoren festnagelt, also Frühindikatoren. Eine ist die Eigenkapitalquote, da müssen wir dann auch noch wissenschaftlich das ein bisschen zerlegen. Die zweite ist die Schuldentilgungsdauer. Also indem ich sage, Gesamtschulden abzüglich Kassa Bank dividiert durch den Jahrescashflow, also Jahresüberschuss plus Abschreibungen. So, wenn ich jetzt die zweite Kennziffer, die ja die Ertragskraft, ja, den Einnahmenüberschuss, also den Geldzufluss in Beziehung setzt, wo dann Jahre herauskommen, wie viele Jahre brauche ich fiktiv, um alle Schulden bezahlen zu können, das müsste ich jetzt umsetzen auf die Volkswirtschaft und auf die Staatsschulden. Also ich müsste sagen, Staatsschulden in Bezug zum Überschuss der Staatseinnahmen gegenüber den Staatsausgaben. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass Österreich seit 60 Jahren nie einen Überschuss gehabt hat, was kommt dann heraus? Ja? Wir sind immer negativ. Im Insolvenzrechtsänderungsgesetz steht 15 Jahre, wer insolvenzgefährdet. Österreich hat 250 Milliarden Schulden und noch nie einen Überschuss erwirtschaftet. Selbst wenn wir eine Milliarde Überschuss hätten, würden wir 250 Jahre brauchen, um fiktiv die Schulden bezahlen zu können. Und der Herr Schneider redet von Wissenschaftlichkeit. Darf ich die Frage von da hinten jetzt? Das war nicht eine Frage, sondern das System hervorragend funktioniert. Ja? Wir leben auf Schulden. Ja, wir geben das Geld sozusagen aus, was wir kreieren, elektronisch kreieren, also elektronisches Geld. Ja? Und die Party, jeder profitiert davon. Wenn ich höre, dass wir zum Beispiel lernen müssen, unsere eigene Kühlschrank zu reparieren. Ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Das heißt aber logischerweise Schritt 2, wir werden jetzt auch unser eigenes Gemüse anbauen. Ist das sowieso vielleicht gesünder in der momentanen Lage? Ja. Und wir werden dann auch sozusagen vielleicht unsere eigenen Kleider nähen. Das finde ich einen interessanten Ansatz, finde ich auch gut. Das heißt aber logischerweise, dass der durchschnittliche Lebensstandard, den wir momentan haben, wahrscheinlich 1 zu 10 inflationiert ist. Ja. Das heißt also, dass wir ein ganz anderes Leben führen werden. Und die Frage ist halt, die Leute, die die Regierung wählen, werden sowas auf keinen Fall mitmachen. Und die werden immer sozusagen abstimmen, dass der Status quo erhalten wird und dass auch der Lebensstandard auf irgendeine Weise erhalten wird. Wenn man auch mal guckt, was passiert ist, die Schulden der Banken sind dann sozusagen 1 zu 1, also die Schulden des Leverage sind 1 zu 1 auf den Staat übergegangen. Ja? Den Banken geht es wieder einigermaßen gut, die Boni der Bankmanager werden bezahlt, die sehen alles hervorragend aus. Und die Mehrzahl, also die ganzen Steuerzahler, die haben ja sozusagen die Schulden am Hals, weil das sind ja unsere Schulden. Das sind ja Regierungsschulden, das sind ja unsere Schulden. Wir zahlen ja die Steuern, die sozusagen auf irgendeine Art und Weise von der Tendenz her die Schulden wieder zurückzahlen sollen oder bürgen sollen. Also ein System meines Erachtens, was auf jeden Fall früher oder später zusammenkrachen wird. Und dann, wie gesagt, dann ist wahrscheinlich wichtiger, dass wir gelernt haben in der Schule, den Kühlschrank zu reparieren, als Sinus und Cosinus. Dazu muss ich Folgendes feststellen. Bitte bringen Sie jetzt nicht das bestehende System und vor allem die Geschichte mit den Problemen, die vor uns liegen, durcheinander. Das sind zwei Dinge, die wir ganz, ganz strikt auseinanderhalten müssen. Punkt 1, wir sollten uns daran gewöhnen, den Begriff Schuld einfach abzulehnen. Es gibt keine Schulden. Ja, niemand von uns hier, wenn Sie heute heimgehen, gehen Sie in dem Bewusstsein heim, Sie wurden eigentlich ein Leben lang nur betrogen. Es kann überhaupt keine Schulden geben. Wo soll das herkommen? Das gibt es nicht. Das ist eine sinnlose Erfindung, denn wenn die Bank schon bei der Erzeugung von Geld selber Schulden macht, ja, dann ist das Geld auch kein Geld. Das ist Geld, das in der Entstehung schon verzinste Schuld ist, ist natürlich eines, mit dem man Schulden gar nicht zurückzahlen kann. Das ist ja auch der Trick dabei. Nicht? Man lässt den Schuldner ein Leben lang nicht aus der Schuld, indem man ihm Geld gibt, das in Wirklichkeit wieder nur ein Schuldschein ist. Und deswegen funktioniert ja auch die ganze Bankenrettung nicht. Ne? Weil mit jedem Rettungspaket, das wieder von Geld von Banken kommt, weil wo soll es denn herkommen, als Monopolisten der Geldschöpfung, ja, erzeugt man halt einfach eine Schuld, die wieder Zinsen trägt und damit einfach wieder rückzahlbar ist. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Daher bitte konsequent
Der Begriff der Schuld ist komplett abzulehnen, denn wir werden zu einem Zeitpunkt irgendwann in die Situation kommen, wo wir massenweise Sammelklagen führen an die Banken, dass sie uns bis heute die Kreditsumme schuldig sind, weil sie auf Verbindlichkeit gebucht haben. Und auf der Passivseite kann kein Zahlungsmittel stehen. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Also jeder, der mal Buchhaltung und Bilanzierung gelernt hat, bitte, eine Verbindlichkeit ist keine Liquidität. Seid mal nicht böse. Das ist auch der Grund, warum die Bankenaufsicht nie ernsthaft Liquidität von Banken prüft. Nie. Hat es nie gegeben. Ja, auch die Federal Reserve ist nie geprüft worden. Ja? Es verschwinden auch hunderte Milliarden jedes Jahr in öffentlichen Einrichtungen, ohne Belege und so. Immer wenn die Zahlen groß genug sind, wird betrogen, auf Teufel komm raus. Nur so in der Gegend von 10 bis 20 oder 50.000 Euro, da wird es eng. Nicht? Weil da quält man die Leute. Nicht? Haben wir gesehen, also 26, 40.000 Dollar und 71.000 Dollar, das ist manageable. Nicht? Da kann man sagen, hast nicht aufgepasst. Aber wenn man mal die Politiker fragen würde, ja, was mit den ganzen Geldern im Militärbereich passiert, wo hunderte Milliarden jedes Jahr verschwinden in den Vereinigten Staaten, ja, ohne irgendeinen Nachweis. Bitte, da wird nicht einmal eine Untersuchungskommission eingesetzt. Und wir tun so, als wäre das normal und lassen uns terrorisieren für 3,50 Euro. Ja, ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe es nicht und ich begreife die Bevölkerung nicht, die sich so etwas bieten lässt. Also diese Art von Geldsystem ist einfach abzulehnen. Das ist nicht reell, das ist nicht in Ordnung. Was wir tun müssen, wenn wir Lebensstandard aufrechterhalten müssen? Wir müssen intelligent genug sein. Intelligent genug zur flächendeckenden Kooperation. Das heißt, unsere Versorgungsnetze, und das hat man uns ja fein eingebrockt, ne? Das war ja die Zielsetzung. Zunächst garantiert nun bei der Globalisierung, dass wir alle von internationalen Versorgungsketten, sogenannten Supply Chains, abhängig sind, die quer über etliche Länder gehen und damit auch über mehrere Währungsräume, klarerweise. Ne? Dann vernichtet man das Geldsystem, wo man weiß, dass es nicht nachhaltig ist, um dann möglicherweise eine einheitliche Weltwährung, die man wieder als Schuld aus Luft erfindet, ja, durchzusetzen. Na, so nicht. Ja, so nicht. Dann müssen diese Supply Chains sich eben selbst organisieren, mit Währungen, die sie sich auch selbst erfinden, oder auch ganz ohne Währungen. Darum geht es überhaupt nicht. Lebensstandard, bitte, hat nichts mit Geld zu tun. Ich muss es immer wieder feststellen. Wir können einen super Lebensstandard haben, auch komplett ohne jede Art von Zahlungsmittel. Es geht. Man stelle sich einfach vor, man geht jeden Tag der ganz normalen Beschäftigung nach, geht ins Geschäft, kauft ein fürs Wochenende, die Kassiererin zieht jede Ware über das Lesegerät, aber nicht zum Bezahlen, sondern damit sie weiß, wie viel nachbestellt werden muss. Ja? Und wenn man immer etwas Besonderes möchte, ein neues Auto oder so, dann meldet man das zeitgerecht an, damit die Produktion das rechtzeitig erzeugen kann. Wo ist da das Problem? Ja, wo ist wirklich das Problem, wenn Geld einfach weg ist und wir weiterleben wie gehabt? Ja? Und wir einfach die Ressourcen, die wir haben, einigermaßen sinnvoll verteilen. Nach Spielregeln bitte, die eigentlich willkürlich sind, die nur die Gemeinschaft sich friedlich und im Konsens gemeinsam entwickeln muss. Diese Spielregeln bitte, die soll gar niemand vorgeben. Kein Politiker, kein Wissenschaftler. Das muss aus der Gesellschaft kommen, weil es ein gesellschaftlicher Lernprozess ist. Wir wissen heute, dass es so etwas Ähnliches wie eine Gruppenintelligenz gibt. Und wir müssen diese Gruppenintelligenz entwickeln. Ja? Und wir müssen das friedlich tun. Wir müssen einfach eine Alternative zu diesem absurden Geldsystem schaffen, aber friedlich und in Kooperation. Und wenn wir das haben, dann werden wir nie wieder, egal von welchen Eliten, erpressbar sein. Das ist der Clou. Und dann sind wir wirklich in einer neuen Gesellschaftsform. Und dann geht es uns gut. Warum? Weil diese Häuschen dann niemandem mehr weggenommen werden. Ne? Also Wohnen, Kleidung, Bildung, Nahrung, das ist einfach ein Menschenrecht. Überlegen wir einmal, wann sind denn die Menschenrechte in Wirklichkeit erfunden worden? Das war nicht im Römischen Reich. Ja? Nein, das war die erste Formulierung 1776 in der amerikanischen Verfassung. Ja? Dort wurde das erste Mal die Grundlage gelegt dafür und 1789, Französische Revolution, hat man das dann von dort übernommen. Das war ja eine Idee, die aus den intellektuellen Kreisen und der Künstler kam, Europas. Das waren die Freimaurer, die diese Idee hatten. Die kämpften damals gegen den Adel und die Kirche, diese Art von Unterdrückung. Und die haben im Zeitalter der Aufklärung diese Rechte in Amerika durchgesetzt und haben dort dafür gesorgt, dass ein unabhängiges Land mit einem eigenständigen Geldsystem entsteht.
Und dann haben die Engländer das aber wieder unterworfen. Nicht? Und haben dann wieder nach dem Muster der Bank of England 1913 die Federal Reserve geschaffen und haben eigentlich das, was die Vereinbarer ursprünglich wollten, pervertiert und haben das wieder abgestellt. Nicht? War dann eigentlich eine Niederlage. Und deswegen brauchen wir heute die Aufklärung 2.0. Ja, wir brauchen eine neue Aufklärung, denn wir haben die gleiche Unterdrückung, nicht durch den Adel und die Kirche, sondern heute durch die Banken. Ja? Durch die Banken und ein vollkommen absurdes Geldsystem, das in Wahrheit keine Werte vermittelt. Geld ist nämlich wertlos. Wenn die Banken Geld erzeugen, ist es wertlos. Es kriegt seinen Wert erst dann, wenn man es für die erste reelle Gegenleistung ausgibt. Der Erste, der für Banken Geld arbeitet, ja, oder eine Dienstleistung erbringt oder ein Produkt fertigt, der lädt dieses Geld erst mit einer Leistung auf und dann kann man es erst wirklich verwenden, reell. Wenn es in der Bank entsteht, ist es komplett wertlos. Es ist ein Missbrauch des Geldschöpfungsmonopols und sonst nichts. Ich glaube, da ist noch zwei Fragen, habe ich gemeint. Ich möchte mal ganz kurz dem Professor noch ganz schnell eine Zwischenfrage stellen. Und zwar bei diesem Postulat, es gibt eine Gruppe, eine Elite, das Finanzkapital, die Banken. Ich sage es nur aus eigener Erfahrung, es kommt sehr oft und sehr schnell von Leuten, die in diesem System so groß gewachsen sind, dass sie sich nichts anderes vorstellen können oder wollen. Das Gegenargument, dass wir so ein ähnliches Argument schon einmal hatten, nämlich, ich sage es jetzt überspitzt, die Ostküste, also das gibt es und dieses Argument kommt auch, dass hier wieder die Gefahr besteht, auch durchaus in der Kritik zu koalieren mit Menschen, die nichts Gutes im Sinne haben. Also ich sage es nochmal so, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Menschen jetzt sagen, die Griechen sind faul oder die Banker machen das, wie kann man das überhaupt schaffen, dass es hier keine Sündenböcke gibt? Ja, weiß ich. Ja, im Prinzip ist das ganz einfach, man hat einfach nie etwas gegen die natürliche Person. Menschen an sich sind immer liebenswert. Ja? Menschen sind immer nur Lebewesen in einem bestimmten Lernprozess. Da gibt es eben Menschen, die sind noch sehr früh in einem Lernprozess, andere sind schon weiter. Und wenn jetzt ein Banker zum Beispiel da ist, ne? Wir hatten ja auch das schon, Banker, die bei Vorträgen dabei waren und dann mit einem sehr unangenehmen Gefühl und fast verzweifelt heimgegangen sind, welchen Menschen möchte ich persönlich immer helfen? Ja? Denn die müssen einfach den Lernschritt schaffen. Was wir abschaffen müssen, ist ihre soziale Funktion, ihre Rolle, ja, ihr Berufsbild. Banken waren in der Vergangenheit dafür da, immer auf das aufzupassen, was der Gesellschaft am wichtigsten ist. Das waren früher einmal Goldstücke, dann waren es eben Geld, Scheine, Verträge, Wertpapiere. Und was ist heute in der Gesellschaft am wichtigsten? Das ist Wissen, das sind Fähigkeiten. Wenn also die Banker ihre Rechnernetze, ja, ihre IT-Infrastruktur dafür verwenden, dass Handwerker, ja, Leute aus der Wirtschaft ihr Know-how, ihr Wissen dort auf eine Plattform stellen, alle kreativ kooperieren können, ja, und ihr Wissen wirklich gemeinsam verwenden und weiterentwickeln und dabei mit Luftgeld, also aus Luft erfundenen Belohnungspünktchen mit Kaufkraft, die belohnen, die am kreativsten sind und die besten Ideen haben, dann herzlich willkommen, dann sind sie die Wissensbanker des dritten Jahrtausends. Im Prinzip ist es eine ganz einfache Sache. Wieso? Es hat sich Folgendes ereignet. Also die Geschichte, die wir jetzt durchleben, ist eigentlich ganz, ganz simpel. Ja, das ist für eine intelligente Zivilisation einer bestimmten Entwicklungsstufe ist das ganz normal. Wir hatten in der Vergangenheit Informationsinseln. Informationsinseln heißt, ich konnte meinen Geschäftspartner überlisten, ihn ausbeuten, und der ist nie draufgekommen, ja, mit welchem Trick ich ihn über den Tisch ziehe, und aus dem Grund ist unsere Geschäftsbeziehung trotzdem bestanden geblieben. Der klassische Händler. Der Händler, der weiß, dass er an einem Ort etwas billig kaufen kann, an einem anderen Ort teuer verkaufen kann. Simple Arbitrage. Ne? Also wenn das der am Ort, wo er das teuer kauft, weiß, dass er direkt das selber auch billig hätte kaufen können, hätte der nie wieder ein Geschäft mit dem Händler gemacht. Der hätte das gleich billig gekauft. Ne? Aber wenn es die Informationsinseln gibt, die Information sich nicht verbreitet, dann gibt es eben Konkurrenz, dann gibt es in gewisser Weise auch den Betrug, ja, etwas feiner ausgedrückt Informationsasymmetrie. Also wird es den Akademikern verkauft und darum denken sie dir ja nichts dabei, wenn es dann die ungebildeten Menschen über den Tisch ziehen. Ne? Und das ist die Infrastruktur der Informationen. Da funktioniert Wirtschaft so. Und jetzt haben wir aber das Internet. Jetzt haben wir auf einmal beinahe die gleichen Informationen zeitgleich rund um den Erdball. Und zusätzlich entsteht eine Kultur der Whistleblower. Ja, Menschen finden es auf einmal nicht mehr okay, wenn andere betrogen werden. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass das Geschäftsmodell
von Konkurrenz- und Informationsasymmetrie umstellen müssen auf Kooperation und absolut ehrliche Informationen. Dann können wir weitermachen wie gehabt. Ja? Und da brauche ich keine Moral, keine Ethik, keine Religion. Ja? Da kann ich jeden Manager, jeden Rationalisten sofort überzeugen, dass das so funktioniert. In der geänderten Informationsstruktur rund um den Erdball brauche ich ein anderes Geschäftsmodell, wenn die Geschäftsbeziehungen nachhaltig erhalten bleiben sollen. Das ist alles. Ja? Und das muss doch auch in die Gehirne der Banker hineingehen, um Gottes Willen. Ne? Dann sollen sie eine andere Art von Geld erfinden. Wer weiß, meiner sogar dabei. Ne? Und dann sind sie wieder in parallel aufgestellt mit der Realwirtschaft und mit der Bevölkerung und herzlich willkommen in einem anderen System. So schwierig kann doch das nicht sein, das Umdenken. Darf ich vielleicht mal? Vielleicht um auch vorweg was klarzustellen, Meister Geist, natürlich eben alle im Wohlstand, und das ist natürlich nicht richtig. Wenn man hernimmt, wie das Geld entsteht, nämlich also im jetzigen Geldsystem, also Forderung und eben Schuld, dann kann sich die Welt nicht verschulden. Die Welt wird dadurch auch nicht vermögender. Wenn Sie nur hernehmen, die Nordhalbkugel ist reich auf Kosten der Südhalbkugel. Vermögen kann nur entstehen, wenn ich jemand anderem was wegnehme. Es gibt kein Vermögen, das aus sich entsteht und die Zinsen arbeiten und das Geld arbeitet. Das ist ja genau der Trugschluss, das ist ja genau der Humbug. Gleich erklärt für Griechenland. Ja? Natürlich müssen die Deutschen, die Niederländer und Österreicher die Zeche bezahlen. Mein Exportüberschuss, dein Importdefizit, das ist das Nullsummenspiel der jetzigen Wirtschaft. Die Griechen haben höhere Löhne bekommen, der Staat hat sich verschuldet, die Haushalte haben sich verschuldet, damit sie die Güter von Deutschland, Österreich und Niederlande kaufen können. Und die Exportüberschussländer haben auf Kosten der Importdefizitländer die letzten 10 Jahre gelebt. Und nun müssen die Deutschen jetzt die Zeche zahlen. Sie haben ja auch die Exportüberschüsse bekommen. Also in dem Sinne ist Wirtschaft immer ein Nullsummenspiel und das muss man verstehen. Das werden Sie natürlich auch in keinem Fernsehinterview hören, weil da heißt es immer, wir müssen die Exporte schützen. Also wenn ich den Leitl schon höre, wohin will er denn exportieren? Auf den Pluto, auf den Mars? Wenn es hinten keine Importländer gibt, die sich verschulden, können sie die Waren gar nicht kaufen. Also es bedarf ja auf der anderen Seite jemand, der sich verschuldet, um für den anderen Exportüberschuss Land eben den Wohlstand zu sichern. Vielleicht auch noch zu einem Punkt Lehmann ist angesprochen worden, ganz kurz. Das ist natürlich auch eine große Lüge. Kann man mit einer einfachen Rechnung nachvollziehen. Lehmann hatte eine Bilanzsumme von 500 Milliarden Dollar. Rechnet das um auf Euro, sind es 400 Milliarden. Allein der Euroraum hatten die Bankbilanzen eine Bilanzsumme von 9.000 Milliarden Euro. Und da stelle ich einmal 6% Eigenkapital, habe ich hier 540 Milliarden Euro. Nur die 400 Milliarden von Lehman sind ja nicht alle in den Bankbilanzen der Euro-Länder. Also vielleicht 40%. Also das heißt, selbst wenn sie die Verluste ausgebucht hätten, hätte das Eigenkapital locker gereicht. Das ist ja nichts anderes wie eine internationale Lüge, wo sie verbreitet wird, um ganz einfach alles zu kaschieren, was zwischendurch passiert ist. Das Gleiche passiert jetzt wieder, was wir gelesen haben, dass die ÖNB und die EZB natürlich schon 300-400 Milliarden Griechen, Portugal, Anleihen in ihren Portfolio gekauft haben. Also hier muss man sich sofort fragen, wieso nicht die Regierung sofort den Norden hinausschmeißt. Der Axel Weber musste eh schon gehen. Also das heißt, das wird man natürlich alles nicht in den Zeitungen lesen, aber vielleicht auch eine Frage, die Sie auch gestellt haben. Wenn Sie auf Google gehen und Sie gemein, also das Interview von Franz vom Standard vom Oktober, Geld aus Luft, finden Sie, glaube ich, jetzt 9,5 oder 10,5 Millionen Zugriffe. Das heißt, wie der Franz völlig richtig gesagt hat, das beantwortet vielleicht Ihre Frage, die Bildung, was Geldsystem, Wirtschaft betrifft, ist ja längst im Netz. Was der Standard, die Presse schreibt, ist ja vollkommen wurscht. Gestern am Sonntag ist wieder etwas gestanden über Geld, Papiergeld. Wenn Sie das durchlesen, der Herr Jilch hat es ja auch nicht begriffen. Ja? Der hat ja auch nicht begriffen, wie das Geld funktioniert. Schreibt auch, die Zentralbanken werfen die Geldmaschinen an. Das ist ja kompletter Blödsinn. Braucht er nur hineinschauen bei der Nationalbank in die Bankbilanzen. Aggregiert 2% des gesamten Geldes ist das Zentralbankgeld. Der Rest ist Geschäftsbank. Also hier diese ganzen Lügen werden natürlich verbreitet, aber im Netz gibt es ungenügend mehr Personen, die sich längst informiert haben und gebildet sind.
Ich darf die Frage von zuerst eine Frage hier und eine Frage dort. Ja, bitte. Wenn Banken Geld aus dem Nichts schöpfen, wie können Banken dann bankrott gehen? Professor? Naja, das passiert alles nur bilanztechnisch. Die Schöpfung von Geld aus Nichts oder aus der Luft bedeutet, konkret dargestellt, dass es ein Buchungssatz ist, also Forderung an Verbindlichkeit. Und jetzt brauchen natürlich Banken immer einen bestimmten Betrag an Eigenkapital, beispielsweise 8% oder bei risikoreichen Krediten dann mehr, damit sie diese Kredite vergeben können. Und wenn jetzt diese Kredite laufend als Verbindlichkeit gebucht werden, dann ist es ganz klar, dass sich damit die Banken zwangsläufig durch die Geldschöpfung verschulden. Das ist ganz logisch. Also jeder neue Kredit ist gleichzeitig eine Schuld für die Bank. Also irgendwann stößt dann die Bank an die Grenzen ihrer Kreditvergabe, der Geldschöpfung, dann ist es halt aus mit diesem Spiel, ist dann schlecht für die Realwirtschaft, die vielleicht noch Kredite brauchen würde. Ja, wie soll sie denn das Geld hernehmen, wenn sie Investitionen vorhat, wenn es keine Kredite gibt und die Investoren vielleicht auch, also kein Eigenkapital hergeben wollen. Und dann passieren die Kreditausfälle. Und die Kreditausfälle, nämlich auf Seite der Forderung, ja, wenn das dann abgeschrieben wird, passiert durch Aufwand. Und der Aufwand reduziert dann zusätzlich das Eigenkapital. Und aus dieser Konstellation ausfallende Forderungen bei den Krediten reduzieren über den Aufwand das Eigenkapital. Vergebene Kredite sind aber Verbindlichkeiten, ja, die immer nur in einer Relation zum Eigenkapital vergeben werden können. Aus diesem engen Korsett bilanztechnischer Regeln entsteht dann eben die Bankinsolvenz. Das hat aber überhaupt nichts mit Geldflüssen auf der Cashflow-Ebene zu tun. Ne? Die sind ja lustigerweise in Wirklichkeit egal. Die sind nur wichtig, wenn vielleicht ein Run auf die Bank passiert, sodass alle Leute ihre Sparkonten abheben wollen und dann einfach ja nicht genug Zettel im Bankomaten liegen. Dann kommt halt schnell irgendein Panzerfahrzeug und liefert nach, wenn es sich noch ausgeht. Ne? Aber deswegen wollen ja auch die Banker so schnell wie möglich auf rein elektronisches Geld umstellen, damit sie diese Zettel und Münzen endlich vom Hals sehen, weil dann gibt es keinen Bankrun mehr. Ne? Dann können sie ja im Computer machen, was sie wollen. So viel der Speicherplatz hergibt, erfinden sie dann neues Geld. Und diese ganzen doppelten Buchhaltungsregeln in der Bilanz sind ja sowieso aus der Welt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein Unfug, weil das Bewertungsproblem nicht gelöst ist. Nach wie vor, und das ist auch unlösbar. Also wenn ich einen Gegenstand, nehmen wir ein Wasserglas, nehmen wir ein Auto, nehmen wir ein Haus, nehmen wir diese lustigen Häuser da aus dem Film, ja, welchen Geldbetrag soll ich denn ernsthaft als Bewerter einer solchen Hütte zuweisen? Was soll das für ein Geldbetrag sein? Und dann kann man natürlich als erstes sagen, das ist vielleicht das, was der Käufer ursprünglich gezahlt hat oder der das gebaut hat, nicht? Also der Anschaffungspreis. Das haben viele gesagt, das ist ein historischer Wert, das ist schon immer wahr, das war vor 20 Jahren, da hat es Inflation gegeben, nicht? Und außerdem ist das jetzt entweder schon verfallen oder es wurde neu renoviert, das geht alles so nicht. Dann kommt ein anderer und sagt, das ist vielleicht der Marktpreis. Das ist der Preis eines Hauses, das vor kurzem wirklich verkauft wurde, in einer ähnlichen Lage und einer vergleichbaren Ausstattung. Das kann natürlich schon sein, aber das Problem ist, dass zum Beispiel gerade bei Immobilien jedes Gebäude ganz was Individuelles ist. Da findet man kaum zwei, die wirklich genau gleich sind. Muss man sagen, in den Vororten, von amerikanischen Vororten mit solchen Hütten, ja, geht das vielleicht eh noch. Ja, wenn ich sage, die Quadratmeter und vielleicht das Baujahr und ungefähr die Gegend, dann ist das vielleicht sogar vergleichbar. Aber bei uns zum Beispiel Bereich Gewerbeimmobilien in Mitteleuropa, da geht das nicht. Wenn ich sage zum Beispiel ein Supermarkt, na, was ist das für ein Einzugsgebiet? Wer wohnt denn dort? Wer geht dort einkaufen? Wie groß ist der Parkplatz? Etc. etc. Ja? Was sind sonst noch für Geschäfte dort? Also das sind immer individuell ganz andere Dinge und dann kann man sich natürlich Faustregeln bauen, dann kann man sagen, so viel Umsätze pro Quadratmeter hin und her, aber das ist dann nicht empirisch überprüfbar. Wissenschaft lebte in den Naturwissenschaften davon, dass man eine Hypothese aufstellt, ja, und die dann später mit einem Experiment überprüft. Experimentell überprüfen kann ich die Zuordnung von Geld zu einer Sache natürlich nur dann, wenn ich die Sache wieder verkaufe. Aber wer will das? Wer will sein Eigenheim verkaufen, mich echt verkaufen, um einen Wert nachzuweisen? Das ist ja absurd. Das ist beim Anlagevermögen in Unternehmen das Gleiche. Das wird nicht verkauft, das wird genutzt. Und das hat in Wirklichkeit schon der Karl Marx gewusst. Ja, dass der Nutzwert in Wirklichkeit nicht feststellbar ist. Ja.
Da kann man ihm eigentlich nur Recht geben. Nicht? Das kann nur der Tauschwert oder der Verkaufswert sein. Und damit beschränkt sich die sinnvolle finanzielle Bewertung aufs Umlaufvermögen, also das, was verkauft werden soll. Das andere Vermögen ist finanziell nicht bewertbar. Wenn es das aber nicht ist, repräsentiert es keinen Geldwert und da gibt es auch kein Eigenkapital. Und wenn es kein Eigenkapital in der Bilanz gibt, dann kann der Eigentümer des Unternehmens sich nichts belohnen lassen. Und dann sind wir bei der Kernfrage des Kapitalismus. Warum soll ein Eigentümer im Unternehmen etwas zu sagen haben und nicht die Leute, die die Leistung erbringen? Und dann schmeißt man in Wirklichkeit das ganze Gesellschaftssystem um und das Rechtssystem. Und ihr seht, was das dann bedeutet. Das bedeutet, wir brauchen komplett andere Denkmodelle, wie die Gesellschaft funktioniert. Können wir doch. Wir sind doch alle auf Facebook. Wir sind auf Twitter, wir sind auf x verschiedenen anderen sozialen Netzen und wir organisieren dort unsere Festungen, unsere Aktivitäten, unsere Projekte. Ja, und so soll es sein. Und jeder Mensch hat Menschenrechte, ne, die können wir festschreiben, die sagen wir jedem zu und für die produzieren wir einfach das, was wir brauchen durch Kooperation. Und dann haben wir eigentlich eine andere Gesellschaft. Gibt es diese Frage noch oder hat sich die... Nein, das ist schon... Ist erledigt, dann habe ich da die nächste, dann möchte ich nur zum Facebook ganz kurz noch was kommen. Ich bin jetzt ein bisschen da, ich übernehme die Rolle des Skeptikers, so dass das, wie soll ich sagen, besteht nicht die Gefahr, dass diese Menschen, die jetzt steuern, angenommen, es gibt wirklich diese Gruppe, die jetzt schon wieder Facebook kaufen wollen, um viele hundert Milliarden, dass sie auch diese Vertriebswege so in Beschlag nehmen, dass die sich von dieser Macht nicht trennen. Also das ist ja das, was wir jetzt in Barcelona sehen und man könnte ja auch sich denken, es wird mit aller Macht verhindert. Also Facebook selber ist ja angeblich schon von seit ewigen Zeiten vom CIA unterwandert. Nicht? Also das, ich muss nur eines sagen, mir persönlich ist das wurscht. Ich schreibe da meine intimsten Geheimnisse in die Nachrichten hinein, weil ich halt eines weiß, die Amerikaner blöffen wollen, oder? Ja? Die haben auch mit Echelon und mit diesen Systemen massenweise Daten aufgehäuft und haben sie da nie durchgeschaut. Die blicken einfach nicht durch. Ich habe mich vor einigen Jahren mit Data Mining und Analytical Processing und mit diesen Software-Systemen auseinandergesetzt und habe im Zuge meiner Recherchen im Internet eine sehr, sehr lustige Vortragsfolie gefunden vom deutschen Bundeskriminalamt. Und da ging es also um Software, die das CIA einsetzt, um Terroristen auszuspionieren. Und zwar über die Daten, die die Handynetzbetreiber speichern. Und die Theorie war in etwa die, wenn also jemand mit hoher Wahrscheinlichkeit Terrorist ist, dann muss man einfach nur schauen, wen ruft er an und von wem wird der angerufen und dann wird das so ein schönes Netz ausgebreitet, sieht man da grafisch und da hat man eigentlich dann alle seine Verbündeten. Ne? Und jetzt weiß man aber schon seit ewigen Zeiten, dass das genau überhaupt nichts bringt. Ja, weil da sind 99% völlig unschuldige Leute dabei, das hat mit dem gar nichts zu tun. Also das ist vollkommen eine Sackgasse. Und da war dann auch der Kommentar auf den Folien vom Bundeskriminalamt unten in einer Fußnote, wissen es die amerikanischen Kollegen nicht besser? Ja? Und die haben wir das dann mal genau angeschaut, was in Wirklichkeit passiert. Da sitzen in Amerika unglaublich clevere Softwarehersteller, die entwickeln diese tollen analytischen Tools, die in Wirklichkeit gar nichts bringen, aber sehr viel kosten. Ja? Und die verkaufen es dann den eigenen Geheimdienst. Und die kennen sich auch nicht aus, aber es ist natürlich nicht ihr Geld, das kommt von der Federal Reserve, ja, aus den schwarzen Budgets und das können sie ausgeben. Und jetzt sitzen sie mit den unbrauchbaren Tools da in sauteuren Schulungen und haben lauter Ramsch. Ja. Da haben wir gedacht, na schön, vor denen brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Nicht? Also die sind durch den Kommerz und durch den Kapitalismus eh schon ausgeschalten. Bitte die Frage. Wir haben jetzt gesehen, also am Geldsystem soll sich was ändern oder an der Deckungsweise. Und wann kommt es dazu? Wir haben in Spanien gesehen, es hat lange gebraucht, es rennen sich jetzt ein paar junge Leute auf, weil ihm das Brot angefangen hat zu fehlen, nicht? Und wann wird es dann, sagen wir, im bevorzugten Norden der Weltkugel dazu kommen, dass das Brot so gering ist, dass dann eine Deckungsweisenänderung kommt? Naja, muss man wieder auf ein paar Lügen zurückgehen, also drei, vier Jahre, wenn Sie sich erinnern, hat es einen Bankrun gegeben bei der Northern Rock in Großbritannien, 2008. Ja, da hat es also viele Sparer Geld abgehoben, dann hat sich die englische Regierung bemüßigt gefühlt zu erklären, dass die Sparanlagen alle sicher sind. Einen Tag später stand Merkel und Steinbrück vor laufenden Kameras, haben das verkündet und natürlich
Österreich genauso, wenn Sie sich erinnern, Moltra und Gusenbauer. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das natürlich alles eine Lüge ist, denn die Spareinlagen betragen 153 Milliarden, also in Computer, und das echte Zentralbankgeld ist 22 Milliarden. Das heißt, wenn wir jetzt morgen hingehen, ist das Geld einfach nicht da, physisch nicht. Es gibt keine Münzen, es gibt keine Banknoten, das Geld ist nicht da, unabhängig davon, ob es die Bank schon für was anderes verwendet. Die Spareinlagen nämlich, ne? Also für Kredite, die sie weitergegeben hat. Genau das ist für den Griechenland meines Erachtens bald passieren. Die Griechen haben in den letzten 3 bis 4 Wochen 35 Milliarden Spareinlagen abgehoben und auseinandergebracht. Die Reichen haben ihr Geld sowieso schon vor anderthalb Jahren auseinandergebracht. Es liegt zum Teil in Luxemburg, was recht interessant ist. Luxemburg, ein Staat, wo der Herr Juncker den Finanzministern vorsitzt. Luxemburg, ein Staat, der nicht einmal konsolidiert würde, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das heißt, sie können das gar nicht nachverfolgen in der Clearingstelle. Und Juncker sagt natürlich, wir müssen jetzt eine Treuhand haben, eine Treuhandgesellschaft, damit die Griechen ihr Vermögen verkaufen, eine Treuhandgesellschaft, so wie bei der Abwicklung der DDR. Das heißt, wir sind relativ bald so weit, dass das Geld nicht da ist. Es hat wahrscheinlich auch logistische Probleme mit dem Brot, aber das sind die Anfänge vom Ende, würde ich meinen. Und da auch mit die Zusatzfrage, wie schätzen Sie das Szenario dann jetzt ein in den nächsten Monaten? Also das ist ja dann doch durchaus bedrohlich, es wird schon bald soweit sein. Was wird da passieren? Ich meine jetzt die Vision des neuen Geldes, die Gesellschaft nach dem Schuldgeld, ist das so schnell umsetzbar? Wie ist Ihre Prognose? Naja, es wird dazu kommen, dass uns das Brot ausgeht, es wird vielleicht der Strom ausfallen, es wird bei den Tankstellen keinen Treibstoff mehr geben, so wird es halt beginnen. Und wenn das passiert, dann sinnvollerweise müsste die Bevölkerung eben die Regierung stürzen, es müsste zu Neuwahlen kommen, es müsste eine andere politische Bewegung geben, die insbesondere ein anderes Geldsystem etabliert. Zu Beginn wäre die Sache ja relativ einfach. Wir könnten im Sozialministerium unter jeder Sozialversicherungsnummer ein Konto anlegen und erzeugen dort unser Luftgeld einfach zum Ausgeben. Ja, das wäre mal der Anfang. Jeder hat das Konto unter seiner Sozialversicherungsnummer. Wir brauchen genau eine neue Bankleitzahl. Ja? Die haben wir dann auf unseren Bankomatkarten. Dann können wir die ganzen Bankomaten und alle Registrierkassen und alles weiterverwenden, wie gehabt. Das Geld ist dann halt nur noch elektronisch. Ja? Ist eh viel gescheiter. Nicht Münze und Schein. Dann kann man es auch nicht so leicht stehlen. Und dann müssen wir halt schrittweise eines machen, und das wäre wichtig. Dann müssen wir die Versorgungsketten, die Supply Chains, realwirtschaftlich vernetzen, damit die Unternehmen untereinander mit Menge und Qualität kommunizieren können, nicht über die depperten Rechnungszettel mit Umsatzsteuer. Ja? Weil die einzigen Schnittstellen, die Unternehmen heute haben, laufen über das Geldsystem. Und das ist natürlich das Schädliche. Insbesondere wäre es wichtig, dass Unternehmen ihre Forderungen und Verbindlichkeiten direkt verrechnen können, ohne dass wieder ein Bankkonto dazwischen steht. Rechtlich zulässig ist das, es wird aber nicht umgesetzt. Nicht? In ganzen ERP-Systemen haben sie immer Bankkonto dazwischen, damit das Geschäftsmodell der Banken erhalten bleibt. Nicht? Also wir sehen, wir können sofort, wenn wir uns auf ein Preisbewertungssystem einigen, ja, dann können wir einfach durch aufgeschriebene Zahlen wirtschaften und brauchen kein Geld und keinen Kredit und keine Zinsen zahlen. Ne? Weil die aufgeschriebenen Beträge selber dann das Geld sind. Sagen Sie halt eh schon, da stehen Sie halt im Bankcomputer. Ne? Und dann stehen Sie halt im Computer vom einen Unternehmen und vom anderen. Und dann muss halt beim Sozialministerium oder irgendwo das Konto sein für die Mitarbeiter. Ne? Also im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Das ist etwas, was man in 14 Tagen umsetzen kann. Da war eine Frage und da ist eine Frage. Aber ich glaube, das war die erste, bitte. Frage ist es nicht wirklich. Ich wollte nur irgendwie so den Menschen, die hier sind, sagen, beziehungsweise es bezieht sich eben auch auf das Umdenken und Facebook tatsächlich. Es gibt mittlerweile eine Plattform auf Facebook, die sich nennt Share and Care, Wien, beziehungsweise auch Österreich, beziehungsweise Graz. Und das, da kann sich, wie auf Facebook überall, jeder eintragen. Und da geht es eben genau darum, dass man sozusagen aus zuerst mal Nächstenliebe etwas anbietet, beziehungsweise wenn ich etwas nicht mehr brauche, weil ich es einfach nicht mehr brauche, ins Netz stellen. Jemand wird sich darüber freuen, weil er es braucht, weil er eben dieses Defizit hat sozusagen, und somit passiert ein Austausch, der absolut auf nicht monetärer Ebene stattfindet. Dürfte ich Sie bitten, das Mikro gleich weiterzugeben?
Also Facebook ist so etwas gut. War zu viel, ja. Ja, danke. Ich wollte auch etwas dazu beitragen, und zwar das Ressourcengeld interessiert mich sehr. Also aus ökologisch-sozialen Gründen ein Ressourcengeld einzuführen wäre ja dann auch möglich, indem man die Preise über, sagen wir, Footprint-Prinzip berechnet, also irgendwie in dieser Art, dass wirklich eine Kostenwahrheit zu allen Preisen kommt, dann wäre eigentlich auch dieses Problem, das ökologische, dass nämlich unsere Ressourcen langsam ausgehen werden auf diesem Planeten, auch leichter zu lösen. Dazu gibt es auch eine Plattform ZFS, das heißt ein Zukunftsforum für ein System, für einen ökologisch-sozialen Systemwandel. Wenn jemand interessiert ist, gibt es alles schon, aber halt nicht sehr bekannt noch. Eine Frage noch, der Herr ganz hinten und dann. Mich würde noch interessieren, was passiert mit dem. Oben auch noch eins. Was passiert mit dem Eigentum bei dem Wechsel dann? Also was passiert mit Besitzeigen als Eigentum, vor allem Eigentumsansprüchen? Also Land, Ressourcen, Häuser. Na, wenn Sie nur denken, was der Franz schon zuvor gesagt hat, Eigentum an Maschinen ist ja eigentlich unsinnig. Ich kenne keinen CEO, also Chief Executive Officer, ich kenne keinen Aufsichtsrat, der seine Erfindungen beim Patentamt anmeldet. Aber sehr wohl alle Arbeitnehmer, weil dort in den Köpfen passiert die Innovation. Also Eigentum an Sachmitteln oder Sachanlagevermögen ist ja längst obsolet in einer Wissensgesellschaft. Und die Eigentümer an Sachanlagevermögen können natürlich die Hirne der Mitarbeiter besitzen. Das ist die entscheidende gesellschaftliche Frage. Alle Innovationen stammen aus der Entwicklung, stammen aus den Köpfen der Mitarbeiter, von uns. Und die Eigentümer sind 0,0001 Promille oder was auch immer, die das Eigentum an den Sachmitteln haben. Ja, gut, das wäre jetzt auch Unternehmen bezogen, aber es gibt natürlich auch die persönliche. Ein Eigentum an der Firma und damit in gewissem Sinn auch. Das Problem ergibt sich daraus, dass wir heute überhaupt keinen vernünftig tauglichen Eigentumsbegriff haben. Das ist genauso wie mit dem Markt. Das sind lauter hohle Worthülsen, die keine Bedeutung haben. Markt kann ein Monopol sein und Markt kann die theoretische vollkommene Konkurrenz sein. Ne? Da liegen Welten dazwischen, trotzdem haben wir für beide Ausprägungen das gleiche Wort, Markt. Und das ist natürlich Absicht. Ne? Weil man kann dieses komische Wort, das alles und nichts bedeuten kann, jederzeit missbrauchen. Wir haben das ja gesehen. Also wir haben gesagt, nur der Markt hat nicht funktioniert. Wir haben den Markt einfach ausgeschaltet. Aber wenn der jetzt funktioniert, dann wäre es natürlich eine Leistung des Marktes gewesen. Also wenn man sich auf solche Spielchen, auf solche Wortspiele, das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Bitte um Gottes Willen. Eine wissenschaftliche Definition lebt ja davon, dass ich Kriterien aufstelle, die eine Ausschließlichkeit zulassen. Dass ich sage, was gehört zu dieser Kategorie und was gehört nicht dazu. Aber ich sagen kann rein theoretisch, der Gary Becker zum Beispiel, Nobelpreisträger, meiner Meinung nach geistesgerannt, der sagt, er kann alles mit dem Markt erklären. Wenn ein Mann eine Frau liebt und heiratet, dann hat das mit dem Markt zu tun. Ne? Aber bitte, ein Modell, mit dem ich alles erklären kann, ist ja ein Nicht-Modell. Was hat es dann noch für einen Nutzen? Wenn alles unter diesen Begriff fällt, ja, dann erklärt es nichts. Das ist einfach das, jemand, der überall böse Leute sieht, die einem etwas Böses tun wollen, ja, der unter Verfolgungswahn leidet, der wird therapiert, der ist geisteskrank. Nicht? Aber wenn jemand überall den Markt sieht und genauso krank ist, dann kriegt er einen Nobelpreis. Ja, dann nachher noch eine Frage da oben, bitte schreien dann aber vorher noch da. Oder gleich? Oder gleich, in guter alter Muppet-Manier, vom Balkon hinunter. Wenn ich das Geschäftsmodell einer Bank richtig verstanden habe, dann begeben die Banken ja Kredite, lukrieren Zinsen und tragen einfach das unternehmerische Risiko, dass dieser Kredit ausfällt. Das heißt, ich verstehe nicht ganz, warum dieser Sektor so besonders schützenswert ist, so wie ich auch glaube, dass das Risiko prinzipiell sehr ungleich verteilt ist. Wenn ich Geld veranlage, dann unterschreibe ich eine Belehrung, Veranlagungsbelehrung, dass das Kapital ganz weg sein kann. Wenn ich es konservativ auf ein Sparbuch lege und die Bank geht pleite, dann habe ich das Pech, dass ich mit 100.000, ich weiß nicht, ob die Sparbuch, die Einlagensicherung noch auf 100.000 ist derzeit noch, und alles, was drüber ist, ist auch verloren.
Es gibt aber kein Geschäftsmodell oder kein Modell, wo ich als Kreditnehmer jemals meinen Kredit ausgebucht bekomme. Und was auch im Film angesprochen wurde, das wäre das Letzte, was ich einwerfen wollte, was macht es für einen Sinn, wenn jemand schon Schwierigkeiten hat, seinen Kredit zu bedienen, dem weiterhin einen Kredit oder eine Umschuldung zu gewähren zu einem höheren Zinssatz, und das, genau das trifft dann auch Richtung Europa, wo ich sage, ich habe dann härtere oder schärfere Budgetkriterien, wo ich die Staaten an die Kandare nehme und sage, jemand, der sein Budget nicht einhält und zu viel Schulden macht, den bestrafe ich mit einer Geldstrafe. Ne? Und habe dann parallel dazu Staatsanleihen, die natürlich, weil es von einem Risikostaat sind, noch höher verzinst sind, wo dann aber wieder ja die Banken ins Spiel kommen, die aber dann mit dem Netz der Allgemeinheit des Geldes des Steuerzahlers operieren und sagen, den Profit, den ich mache, den lasse ich mir absichern, dieses Risiko. Und das wäre eigentlich nur gedacht, der höhere Gewinn, wenn er das Risiko wirklich eingeht, wie jeder andere Unternehmer, wie jeder Handelsbetrieb, der auch Ware einkauft, und wenn das nicht bei Zeiten los wird, dann eben einen Verlust schreibt, wenn es macht oder abwerten muss. Ne? Ja, vielleicht das Bankmodell, also wie es jetzt ist, also so nach Bretton Woods, macht natürlich immer weniger Sinn, und das sieht man auch, der IWF hat festgestellt, dass es in den letzten 40 Jahren 100 Finanzkrisen gegeben hat. Es schreibt auch keiner darüber, das ist natürlich, hat natürlich mit dem Geldsystem zu tun. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn Sie beim Schuldner, so wie hier auch im Film, die Zinsen erhöhen, wenn er schon vorher die Tilgung nicht bezahlen kann. Sinn macht es dann, wenn ich jetzt international denke, auf IWF-Ebene, dass natürlich der moderne Kolonialismus über die Schulden funktioniert. Die ganzen afrikanischen Länder, alle Rohstoffländer werden natürlich über die Schulden des IWF enteignet. Und das Geld kommt aus dem Nichts, ne? Wenn ich mir jetzt anschaue, die Hilfe IWF, EZB für Griechenland, das ist eine derartig dumme Diskussion, die ja nicht höher geht. Ne? Also der österreichische Staat muss an den IWF vielleicht 2 Milliarden bezahlen. Na, wo besorgt sich der österreichische Staat das Geld? Bei der Bank. Das muss man sich vorstellen, wir als Staat geben den Banken die Lizenz, Geld aus dem Nichts zu drucken, und dann gehen wir als Staat dorthin, um das Geld auszuborgen, um noch Zinsen zu bezahlen. An private Banken. Mit diesem Geld geht es dann weiter zum IWF, also das Geld sammelt er ein von allen seinen Eigentümern, von den Staaten, und dieses internationale Geld, das wiederum bei den Banken entstanden ist, geben wir dann den Griechen. Also das ist ein reines Machtgefüge. Es geht hier gar nicht ums Geld, es geht einfach darum, ein Land zu enteignen und dann sich über Schulden einen modernen Kolonialismus aufzubauen. Das war ja die Politik des IWF über die letzten 30 Jahre. Warum kann der Staat nicht Anleihen begeben, direkt zum Staatsbürger, ohne Zwischenhändler, ohne die Banken? 125 Milliarden, warum kann man die nicht zu einem Zinssatz von 4% direkt an den Staat verleihen? Da würde ich ein ganz anderes Modell vorschlagen. Die zentrale Frage, das haben wir auch in unserem Buch drin, die drei zentralen Fragen, die natürlich keiner stellt, vielleicht stellen wir die dem Schulmeister nächste Woche, wenn er da ist, ja, sind für mich, ja, wieso verschuldet sich der Staat privat bei den Banken, wenn wir selbst das Gelddruckmonopol haben? Der Staat, sprich entweder Sozialministerium oder Finanzminister, kann das Geld selber drucken. Ich brauche keine Bank. Ich brauche keine Anleihe. Aber das liegt ja bei der EZB, oder? Ja, diesmal, ja. Deswegen wäre es gut, wenn die Griechen von dort weggehen und das Finanzministerium selber das Geld schöpft, ist die Krise vorbei. Ja? Okay, die Schulden werden nicht zurückbezahlt, darüber muss man verhandeln, oder zahlt man es überhaupt nicht zurück, dann ist das sowieso vorbei. Also wieso verschuldet sich der Staat privat, wenn er selbst das Gelddruckmonopol hat? Die zweite Frage ist dann, wieso verschuldet sich der Staat überhaupt? Also wenn ich selber das Geld drucke, bei wem soll ich mich denn verschulden? Und die dritte Frage geht sich daraus, wofür gibt es überhaupt noch Zinsen? Braucht ja kein Mensch. Also wenn der Staat, ob jetzt das war im Sozialministerium, Finanzministerium, ist ja wurscht wer, oder die Kommune in der Gemeinde, die 10 Bürgermeister demokratisch abstimmen, wer welches Geld, wie viel bekommt, für welche Investitionen, haben ein neues Geldsystem, von heute auf morgen. Und dieses ganze Geldringelspiel ist natürlich sowieso obsolet. Vielleicht eins noch zum Markt, ne? Wenn wir jetzt hernehmen, wie entsteht der Markt im Finanzmarkt? Wird immer geheißen, der Zins allokiert die Ressourcen, ne? Das Kapital ist so beweglich zwischen Angebot und Nachfrage international. Na, ich bitte Sie, wer legt denn den EZB-Leitzins fest? Wer macht das? Das EZB-Direktorium, das sind 9 Leute und eine Frau, die jetzt Österreicherin ist, in Pension geht, das machen sie in einer Hinterkammer, dann oben bei Wischl und Kakao oder sowas.
die setzen den Marktzins fest, den Leitzins. Genauso macht das die FED. Ja? Das heißt der Markt. Auch das heißt der Markt. Und was soll der jetzt allokieren? Ist das jetzt ein Marktzins? Parallel dazu gibt es die Ratingagenturen, die für Staaten. Ja, und zum Beispiel der andere wichtige Zins, der LIBOR, der wird abgefragt bei den Banken, zu welchen Zinsen sie Geld vergeben. Da sind sie auch schon drauf gekommen, dass die Banken lügen, dass es nicht mehr geht. Dann haben sie einen LIBOR und an den orientieren sie wieder alle Kreditverträge. Also ich bitte Sie, wer soll hier als Zins der Regulator sein für Angebot und Nachfrage der Geld, des Geld- oder Kapitalangebotes? Das ist ja weder wissenschaftlich noch ansatzweise theoretisch noch zu halten. Einen Punkt hätte ich schon auch noch, und das muss man sich bitte einprägen und auch in der Diskussion an anderer Stelle immer wieder darauf hinweisen: Banken tragen kein Risiko. Das Geld, das sie angeblich verleihen, verleihen sie nicht. Sie erzeugen es bei der Kreditvergabe. Ja? Also Geld, das überhaupt nur durch die Kreditvergabe entsteht und vorher gar nicht da war, wenn es verschwindet, ist nichts passiert. Weil es war vorher nicht da. Ja? Ohne den Kredit hätte es das Geld nicht gegeben. Es entsteht im Kredit. Was soll sein, wenn es weg ist? Und jeder, der das verstanden hat und bei einer Bank arbeitet, betrügt auf Teufel komm raus. Also wenn ihr mal begriffen habt, dass ihr überall im Accounting von großen Unternehmen, ja, oder in den Banken, ja, Menschen, die einfach nach 10, 15, 20 Jahren dieses Spielchen mit den sinnlosen Zahlen begriffen haben, sagen, Freunde, da entsteht was im Computer, das war vorher nicht da, das fehlt auch keinem. Ja? Aber wenn es auf meinem Konto steht, geht es mir gut. Dann habe ich dann noch irgendein Schuldgefühl. Da bin ich ja blöd, wenn ich nicht betrüge, auf Teufel komm raus. Versteht ihr das jetzt? Deswegen kann man niemandem, der in dem System irgendetwas macht, einen Vorwurf machen. Das System selbst ist absurd. Warum sollen wir irgendwelche Hemmungen haben? Ja? Warum sollen wir überhaupt noch Kredite zurückzahlen oder Zinsen? Das ist einfach lächerlich. Ja? Es ist einfach lächerlich. Die schreiben Zahlen in den Computer, die vorher nicht da waren, und uns reden sie ein, wir sollen uns schlecht fühlen, weil das eine Schuld wäre. Ja, natürlich wollen wir einkaufen gehen, aber sie doch auch, und sie kaufen mehr ein als wir. Ne? Und dann ist immer noch die Frage, welche Leistung steht dahinter? Ne? Und die Leistungen, die wir bringen, die brauchen sie wirklich nicht verstecken vor irgendwelchen CEOs von Banken. Ja? Lächerlich. Diese Leute sitzen in ihren Etagen, in ihren bequemen Stühlen und verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, sich von Juristen vor der eigenen Haftung schützen zu lassen über komplizierte Verträge. Das ist die Leistung der Top-Manager in unserem System. Ja, und? Braucht man das? Also das sind alles Dinge, wo man sagt, absurd. Nicht? Aber so wie diese alte Lady da oben, nicht, wenn ihr euch erinnert, mit dem Tischgebet, nicht, die sagt, naja, der war ja so gierig und der hat sich das nicht leisten können. Nicht? Das ist die Indoktrination der kleinen Leute. Die werden darauf konditioniert, dass sie es ja nicht verdient haben, dass es ihnen gut geht. Ein wirklicher Kapitalist, jemand, der sozialisiert ist in der Oberschicht, der lässt diese Spielchen gar nicht mit sich spielen. Also der fährt da einfach drüber und hat so ein Selbstbewusstsein. Das ist alles nur Sozialpsychologie. Dass der an jeden zur Schnecke macht, egal ob der Banker ist, Politiker oder sonst was. Aber mit den kleinen Leuten kann man es tun, weil so sind sie in der Schule erzogen worden. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen zum Praktischen kommen. Wir sind ja hier in der sehr glücklichen Lage, dass hier Menschen sitzen, die, wo ich glaube jetzt vom Konsens ausgehen kann, dass dieses Märchen der Märkte und so zumindest ansatzweise durchschaut wird von den meisten hierherinnen. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, auch bei dieser Geschichte hat es ja geheißen, es wäre möglich gewesen, den Häuselbauern Kredite zu geben, zu einem niedrigen Zinssatz sie so umzuschulden, dass sie die Häuser nicht verlieren, ist nicht gemacht worden mit dem Argument, nein, das wäre ein Eingriff in die Märkte. Also insofern kann man ja die Religion an dem Ganzen erkennen. Die Frage ist allerdings nur, wenn das eine Religion ist, wie Sie beide das sagen, oder wenn es was Religiöses hat, und eine Religion hat auch ein bisschen den Nachteil, dass sehr viele Leute daran glauben, überhaupt wenn sie von Kind an darauf doktriniert werden, dann stelle ich mir die Frage, wie kann man so eine Religion wirklich schnell aus den Köpfen bekommen. Anders gefragt, es beginnt nächsten Montag in Wien das World Economic Forum, wo es auch einige Gegenveranstaltungen gibt. Was ist denn jetzt wirklich für uns jeden eine Möglichkeit, wenn man jetzt schon sagt, die Medien bieten das kaum ab, außer in obskuren Veranstaltungen oder einmal klein irgendwo auf FM4, wie kommen wir da rein, wie können wir uns am besten vernetzen und Gehör verschaffen?
Du beantwortest den einen Teil, ich möchte nur zum World Economic Forum vielleicht was sagen. Da gibt es ja jährlich, glaube ich, diesen World Competitive Report, und wenn Sie die letzten drei Wochen die Zeitungen gelesen haben, natürlich Presseaussendungen von der Wirtschaftskammer, von der Industrievereinigung, wir sind abgesunken, die Regierung muss endlich arbeiten, und daraus ist es entstanden, dass wir die eh nichts tun, es wird höchste Zeit, dass sie mal Punkte finden und endlich geht dann was weiter. Im Standard hat dann ein Mann von der Arbeiterkammer ein bisschen dahinter geschaut, wie nämlich diese Ratings von der World Competitive Report zustande kommen. Und dann die befragen die Manager. In Österreich haben sie insgesamt 85 befragt für den Standort Österreich, was das Ranking betrifft. Die kann nur die Österreicher fragen im Verhältnis zu den anderen. Bei der Sicherheit sind wir auf Platz 7, gleich auf mit Syrien. Ja? Wenn Sie weitergehen und diese Details anschauen, genau diese Ratings können Sie sich in die Haare schmieren. Ja? Das, was hier befragt wird, ist das, was man vorher schon wissen will. Man will wissen, dass wir natürlich schlechter geworden sind im Wettbewerb. Was heißt das dann? Das heißt das, dass wir eine gleiche Politik wie die Deutschen machen müssen, was Österreich eh schon gemacht hat. Internationale Wettbewerbsfähigkeit. Was heißt das? Dass die Lohnstückkosten noch weiter sinken. In den letzten 10 Jahren, deswegen haben wir Exportüberschüsse, sind die Lohnstückkosten um 10% gesunken. Wie zuvor gesagt, in Griechenland um 20% gestiegen, in Italien um 21%. Die haben uns den Wohlstand gesichert. Und damit man natürlich dieses Spiel weitertreibt, kommt dieser World Competitive Report, wenn Sie hinten nachlesen und also wirklich das recherchieren, ist einfach ein Humbug sondergleichen. Und in den Zeitungen muss man wirklich vorwerfen, dass Sie das nicht einmal recherchieren, nicht einmal nachfragen und das einfach 1 zu 1 von irgendeiner Apple News oder Reuters abschreiben und ganz einfach auf Printmedien oder ins Online stellen. Franz, würde ich gerne noch den letzten, vielleicht für die Schlussrunde, wie man jetzt als Einzelner agieren kann am besten. Naja, als Einzelner sollte man sich natürlich vernetzen mit Leuten, die in einer vergleichbaren Situation sind. Das heißt, wenn man Probleme hat, Kredite zurückzuzahlen, dann einfach eine große, große Gruppe bilden und bei den Banken einmal rechtlich abklären lassen, ob überhaupt ein rechtlicher Anspruch auf Rückzahlung eines Kredites besteht, der ja ursprünglich bei der Bank als Verbindlichkeit gebucht wurde. Ja, also eine Verbindlichkeit bedeutet bilanzrechtlich immer, dass nicht geleistet wurde. Wieso das bei Banken anders sein soll, warum die eine Nichtleistung zurückfordern können, entzieht sich jeglicher Logik. Wurde aber in dieser Form auch noch nie versucht. Ja, da hat es in dieser Form auch noch nie irgendwelche Verfahren gegeben. Es hat in den 60er Jahren den Fall von Delhi gegeben, aber aufgrund einer anderen Argumentation, das war ein Präzedenzfall, weil es im amerikanischen Raum diese Präzedenzfall-Jurisdiktion gibt. Und da gibt es den Rechtsgrundsatz, wenn in einer Leihe etwas entsteht, das also vorher noch nicht da war, dann muss der, der sich es ausborgt, nicht mehr zurückgeben. Okay? Und auf diesen Rechtsgrundsatz hat sich damals der Delhi berufen und hat damals beim Gericht auch wirklich Recht bekommen, musste seinen Hypothekarkredit von $14.000 nicht zurückzahlen, hat es dann auch in einer Zeitschrift publiziert und gesagt, wisst ihr eigentlich, was bei unserem System möglich ist, nehmt euch alle einen Kredit, ihr müsst sie nicht zurückzahlen, ja, es ist ja erfundenes Geld durch einen Buchungssatz. Nur höhere Instanzen, die Banker haben sich das nicht bitten lassen, haben dann behauptet, das Gericht hätte gar nicht die Befugnis gehabt, ja, so zu entscheiden. Das ist wahnsinnig lustig, im amerikanischen Gerichtssystem, da kann man machen, was man will. Das lebt davon, dass die Lobbys da einfach eingreifen und schmieren die ganzen Richter, kann man in Wahrheit nicht ernst nehmen. Aber bei uns in Mitteleuropa müsste man das wirklich einmal aufs Tapet bringen, müsste sagen, was sind denn das für komische Forderungen, die die Banken haben? Denn wenn Sie eine Forderung haben, dann müssen Sie etwas gegeben haben. Und Sie können nur etwas geben, was auf der Aktivseite steht. Ja? Eine Verbindlichkeit kann man mir nicht geben. Ja, weil eine Verbindlichkeit heißt, Sie sind mir nach wie vor etwas schuldig, weil Sie mir nichts gegeben haben. Ja, wenn ich dann Geld kriege, ja, dann ist das eben kein Geld, dann ist das ein Schuldschein. Und ein Schuldschein hat keinen Wert. Ja, also das ist in Wirklichkeit alles Schwachsinn, wie das gemacht wird. Die doppelte Buchhaltung ist historisch entstanden für oberitalienische Kaufleute. Und ein Kaufmann erfindet kein Geld. Ja? Geldschöpfung geht nicht in der doppelten Buchhaltung. Das kann nicht funktionieren. Ne? Das Geld fließt dort hinein und es fließt genauso wieder hinaus. Aber es kann nicht entstehen durch einen Buchungssatz. Wer immer einmal begonnen hat, das so zu buchen, war halt ein Idiot oder ein bewusster Betrüger. Das ist ganz klar. Und irgendwann müssen wir mit dem Blödsinn aufräumen und müssen was anderes machen. Und dann müssen wir natürlich Geld so überlegen,
Wenn wir schon sagen, wir fangen etwas ganz Neues an, dann soll es etwas sein, das auch für die gesamte Gesellschaft nützlich und transparent ist. Dann dürfen wir nie wieder den Fehler machen, dass irgendeine kleine Gruppe durch einen kleinen Trick unbeobachtet, ja, im Hintergrund sich einen Vorteil auf Kosten der größeren Allgemeinheit verschafft. Das ist eigentlich die einzige Grundregel, die wir befolgen müssen. Und da müssen wir durch. Nicht? Da müssen wir durch. Für alternative Geldsysteme gibt es massenweise Ideen. Das geht hin bis zu, wir haben gar kein Geld. Interessant wäre natürlich unterschiedliche Rechnungskreise. Das, was mir vorschwebt, aber ist wie gesagt nur ein Vorschlag, mit dem kann man anfangen, das irgendwo einmal umzusetzen. Es muss nicht das endgültige System sein, kann es auch nicht sein. Aber eine Idee, glaube ich, ist verfolgenswert. Dass man Anreizpunkte nur für menschliche Leistung zur Verfügung stellt. Also Geld nur für das, was sich Menschen tun. Und nie wieder für Eigentum. Wenn man nämlich Eigentum mit Geld belohnt, ja, dann ist man immer erpressbar. Weil wenn der Eigentümer das zurückhält, dann steigt zwangsläufig der Preis. Und das ist das Spielchen, das wir heute aushalten müssen. Deswegen würde ich sagen, die tote Materie, also Rohstoffe zum Beispiel, Ressourcen oder auch Geräte, Maschinen, die würde ich im Produktionsprozess nicht mit Geld bewerten. Ich würde nur die Leistungen der Menschen mit Geld bewerten, die zum Beispiel dafür sorgen, dass man knappe Rohstoffe durch andere Dinge ersetzen kann, die eben nicht knapp sind. Und die kriegen für diese kreative Leistung ganz tolle Prämien. Und dann werden eben die Substanzen für den Produktionszyklus zur Verfügung gestellt und nur das Endverbrauchergut, nur das Produkt am Ende der Wertschöpfungskette für den Endverbraucher, das kann dann mit Belohnungspunkten bezahlt werden. Aber nie in der Supply Chain davor, weil sonst kommt es ja wieder zur Erpressung und zu Engpass bei der Produktion. Die Modelle für die Zukunft sind also durchaus da. Wir kommen jetzt noch in dieser Diskussion auch schon langsam zu einem Ende. Wir haben gehört, die Vernetzung ist wichtig und auch die Information, die man jetzt ja mittlerweile kriegt, auch durch Veranstaltungen wie diese, dankenswerterweise noch einmal. Aber jetzt, wie soll ich sagen, die auch ich als Kind des Kapitalismus doktriniert natürlich, 36 Jahre. Wenn man jetzt im Status quo dieses Wissen, das wir jetzt hier auch so diskutiert haben, hat, abseits von der Vernetzung, abseits von dem Glauben an das, was besser werden könnte, wie konkret jetzt umgehen? Was ist jetzt wirklich so aus Ihrer Einschätzung das Szenario für die konkret nächsten Wochen, Monate? Wohin mit den ersparten 7.000 Euro, wohin mit dem Gold, das man zu Hause liegen hat? Was soll und kann man jetzt tun? Ja, wohin mit dem Geld? Ich würde mir also Dinge kaufen, die Sie schon länger kaufen wollten, also reale Güter. Oder wenn Sie also viel Geld haben, ja, vielleicht irgendwo ein Wochenendhaus, wenn Sie so viel Geld haben, oder setzen Sie Ihr Auto. Gold wird schwer zu bekommen sein, bei Gold kann man sich auch nicht sicher sein, ob den Goldbarren rundherum wirklich die 100% mit Gold gefüllt sind. Wie wir wissen, hat es auch schon Verkleidungen gegeben. Und punkto Griechenland haben wir schon angedeutet, dass ein Geldsystem schnell kommen könnte vom Crash. Aber lassen Sie mich vielleicht noch zu den ganzen, ich sage einmal, ja, man kann doch nicht Lügen sagen über die Spreads und die Griechen müssen so viel Zinsen zahlen und so weiter. Lassen Sie mich noch kurz etwas zur Spekulation sagen. Man könnte die Spekulation mit zwei Maßnahmen, ein Gesetz auf einer Halbseite sofort weltweit beenden. Ich kann sagen, jeder kann spekulieren, jede Bank, jedes Unternehmen mit 100% Eigenkapital. Die Hedgefonds sind in zwei Monaten tot, weil die Hedgefonds mit 99% Schulden arbeiten. Das heißt, wenn die spekulieren müssten, mit 100% Eigenkapital gibt es gar nicht. Die zweite wesentliche Maßnahme wäre alles, was Rohstoffspekulation, Lebensmittelspekulation ist, dass nur jene Unternehmen, die wirklich handeln, die produzieren, die Import-Export-Firmen, sich gegen Zinsen und gegen Währungen weltweit, werden natürlich in längerer Zeit noch Währungen bestehen, absichern dürfen, ja, die in der Supply Chain, sprich die in der Produktionskette sind. Und somit kann auch keine einzige Bank mehr auf den Kurs von Euro Richtung Singapur-Dollar, auf den Kurs von Schweden-Kronen oder Schweizer-Kronen spekulieren, ganz einfach, weil sie nichts liefern. Sie liefern keine realen Güter. Mit zwei Sätzen ist die Spekulation, wenn alle wollten, weltweit weg. Und das Gute dabei wäre, ich kann das ja auch österreichweit machen. Es muss ja nicht sein, dass das Geschrei, dass dann die österreichischen Banken weniger wettbewerbsfähig sind. Ich bitte Sie, wenn die nur wettbewerbsfähig sind, wenn sie spekulieren, was heißt denn das? Hat ja der Dreichel gesagt, nicht? Mein Gott, die dürfen nur mit 7 Milliarden spekulieren. Er hatte genau das offenbart. Also mit zwei Sätzen kann ich diese ganzen Blasen könnte ich sofort auflösen.
Weil wenn ich mir sage, mit 100% Eigenkapital, dann schauen Sie mal hinein in die Bilanzen der Hedgefonds, mit welchen Hebeln die arbeiten und der ganze Spuk wäre vorbei. Finanztransaktionssteuer? Ja, die wäre dann nicht mehr notwendig, nicht? Ja, weil die Spekulation wegfällt. Ja. Aber jetzt als Übergangslösung? Also jetzt als Übergangslösung natürlich, nicht? Aber ich meine, Sie sehen auch hier die politischen Ausreden, die ihr kindisch sind, also das geht nur international. Wenn ich was will, kann ich das national machen, dann zahlen ja damals die Österreicher Finanztransaktionssteuer, der Staat oder ein bisschen eine Einnahme. Ich rede da also, national kann ich es nicht machen und dann streite ich mich über die Studiengebühren. Das ist irgendwie eine Lachnummer für die fünfte Seite von der Kronenzeitung. Ja, es ist 23 Uhr, morgen müssen noch alle aufstehen und fleißig wieder Geld verdienen. Ich würde jetzt fragen, gibt es jetzt noch eine Frage, die unter den Nägeln brennt und die wir jetzt noch nicht beantwortet haben? Ja, eine noch, bitte. Können Sie ungefähr, wie würden Sie das einschätzen mit dem Zeitpunkt, wann so ein Kollaps kommt? Weil jetzt warten wir zum Beispiel, ich meine, wenn man sich Amerika anschaut, da in Amerika hat es irgendwie geheißen, Ende Juli, wenn da nicht der Kredit, also der Schuldenrahmen verlängert wird, dann werden die Beamtengelder zum Beispiel nicht ausgezahlt. Löst das jetzt schon eine Kette aus, die sich dann über den Euro fortsetzt? Ich glaube, das, was da angekündigt ist in den Vereinigten Staaten, das wird ja schon seit Monaten kolportiert. Nicht? Dann einigen sie sich wieder und dann streiten sie wieder. Das ist ja öffentliches Theater. Das würde ich nicht ernst nehmen. Ein anderer Aspekt könnte sein, dass im Gefolge des Erdbebens in Fukushima die realwirtschaftlichen Versorgungsketten bei den Automobilherstellern und auch bei den Halbleitern, also bei der Elektronikindustrie, die auf Halbleiter, auf Wafers auch dann angewiesen ist, dass da massive Verluste entstehen werden. Man spricht davon, dass bei den Quartalsabschlüssen, die im Juli publiziert werden, die Gewinneinbrüche so groß sind, dass das einen Großteil der heutigen Börsenwerte auslöschen wird. Und das wäre ein Grund, warum August, September ein heißer Tipp wäre. Ich würde schon mich darauf vorbereiten, dass August, September sowas passieren kann, in jedem Fall. Das kann von Amerika ausgehen, das könnte aber genauso gut Spanien oder im nächsten Schritt Italien sein. Je nachdem, wo dann die sogenannten Märkte, hinter denen ja immer ein paar mächtige Personen stehen, den größeren Druck ausüben, ob es ihnen lieber ist, dass erst Amerika kippt oder erst Europa, ja, da wird es dann knacken, wird es passieren. Interessant wird nur sein, welche Idee die dann haben, was sie uns hinterher anbieten, ne? Wie soll es weitergehen? Weil das, was sie sich ursprünglich vorgestellt haben, die weltweite Einheitswährung, dürfte gegen die BRICS-Staaten nur schwer durchzusetzen sein. Die lassen sich von dem nicht beeindrucken. Und ja, jetzt läuft also mehr oder weniger ihr Schwindelsystem dem Ende entgegen, immer mehr gegen die Wand. Und die Lösung, die sie hatten, die funktioniert auch nicht. Und ob noch ein Plan B vorhanden ist, weiß ich nicht. Ne? Also wahrscheinlich eh nicht. Aber das ist nicht schlecht. Also, weil wenn wir dann Notgeld haben, also eigentlich Lebensmittelmarken, aber elektronisch, die noch mehr als nur für Lebensmittel da sind, nämlich zum Beispiel auch für die Mieten und für den Strom und für Kleidung und noch irgendwas, dann sind wir schon im neuen System. Da sind wir schon drin. Was heißt das für laufende Kredite? Ja, dass die Bank dann nicht mehr geben wird, für die man die zurückzahlen kann. Nicht? Weil, ja, das ist, die sind dann weg, bitte. Kann ja. Ich das schriftlich haben? Was wird schriftlich? Sie können schriftlich haben, dass die Bank den Kreditvertrag nicht entspricht in der Buchungstechnik. Das müsste eigentlich reichen. Ne? Also wenn man sich jetzt Kredite nimmt, ja, und sich dann einfach schriftlich bestätigen lässt, wie der Kredit bei der Bank verbucht wurde, dann hat man eigentlich für die Schussauer einen Freibrief. Ne? Das müsste reichen. Da braucht man sich die Rückzahlung, da kann ich so mehr machen. Dann noch ein Schlusswort. Ja, wir haben jetzt viel über Kapitalismus gesprochen. Ich kann Ihnen empfehlen, die ihn noch nicht kennen, also einer der besten Kabarettisten, der deutsche Volker Piskas mit 2 P, geben Sie in YouTube ein, geben Sie die Lügen des Kapitalismus. Ja, da lernen Sie genau das, was eins zu eins Sie abgebildet in den Zeitungen sehen. Oder anders ausgedrückt, jeder Tellerwäscher kann Millionär werden, nur brauchst dazu 1 Million Tellerwäscher. Vielen Dank. Ich danke euch, Ihnen auch noch fürs Kommen, auch mit dem Hinweis, am 8. Juni, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, 8. Juni Inside Job. 8. Juni Inside Job. Auch ein sehr sehenswerter Film, anschließend auch mit einer Diskussion. Und hier
gibt es auch noch das Buch von den beiden Herren, Das Ende des Geldes, auch hier zu erwerben. Ja, ansonsten einen schönen Abend und vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Danke fürs Kommen.